So. So, was haben wir denn noch hier Schönes? Ich muss jetzt mal gucken. Fangen wir mal klein an. Lad Steven rein, da will mitfahren. Hab ich doch, ich hab doch alle eingeladen. So. Hä? Oder hab ich nicht alle eingeladen? Ich bin drin. So, ich wollte gerade sagen hier, ey. Und dann fangen wir mal klein an heute. Na gut, dann fangen wir klein Königsberg. An. Königsberg. Statt Bord kriegst du aber da keinen 7er-Effekt. Ach so, ja gut, dann. Ja, können wir später mal probieren. Ich wollte es ja nur mal zeigen. Ziemlich toxisch im Moment, da müssen wir mal gucken. Wenn da der Wartezeit zu lang ist, dann brechen wir da ab. Vierer oder was? Oder Fünfer? Ja, Omaha, Fünfer, ne? Mit der Auskram. Die Omaha, Vierer. Ich dachte Fünfer, weil der Steven will ja seine Queen endlich weitermachen. Ich kann nicht klagen mit der Queen. Namen, also, oh Gott. Guten Abend. Ich kann nicht klagen, also. Die Queen. Oh. Ja, natürlich, ich habe die gerne gefahren. Namen Batman. Am Anfang, wo viele die schon hatten und ich gegen die fahren musste, das ist immer übel. Wenn du gegen eine Queen fahren musst, ist übel. Und vor allem, die drückt dir ja frontal auch richtig Schaden. Ja. Keine Zitas, aber Schaden. Das tut immer weh. Ah, so, Omar, lass uns doch Fünfer fahren, ey. Ach, okay. Dann mach ich mal Vierer. Ja, geht. Gut. Wollen wir mal gucken, ob wir dann. Fünfer willst du fahren? Ja, ich dachte mir jetzt, weil der Steven doch dann endlich seine Queen hat und dann kommt er doch dann auf. Nee, Fünfer? Ist die Queen Fünfer? Ja, doch, Fünfer. Ne? Queen klar. Fünfer. Der will ja. Die King George schon haben, genau. Auf den Sechser will er ja hinarbeiten. Okay, also, dann könnten wir auch vier dann fahren wir vier. Ja, dann fahren wir vier. Ah, die Männer machen mich verrückt. Na, Matthias. Komm, wir haben sie lange nicht bewegt, unser Schätzchen. Ja, vielleicht haben wir ja mal Glück und wir bekommen. Ach, jetzt muss ich wieder so machen erst, warte. Ich hab doch. Kann ich denn. Nein, kann ich nicht. Schade. Burkhardt, es ist nichts bekannt. Also ich glaube eher nicht, nee. Aber das hätten sie dann eigentlich schon bekannt gegeben, wenn ein neues Schiff kommt oder so. Ich wollte gerade sagen, das kommt ja meistens dann freitags. Freitags kommt das raus und dann... Hä? Was ist denn das jetzt? Wieso kann ich das nicht auswählen? Warum? Was ist da los? Ich kann keine Tarnung aussetzen. Hä? Ach, komm. Jetzt geht's. Ah, okay. Mhm. Oh. Mach hin, da. Was dauert das? Ich hab jetzt richtig meine Tasche gegriffen. Ich hab mir jetzt gerade eine schwarze Omaha gekauft. Alter, war die teuer, ey. Ach, guck, T22. 850.000 Free XP habe ich jetzt bezahlt dafür. Ja. Alter Schwede. Wie viel schwarze Tarnung hast du denn noch? Das ist die letzte. Jetzt habe ich nur noch eine, das ist jetzt die letzte. Die nehme ich jetzt und danach ist sie futsch. Aber die Weihnachtstarnung, die will ich nicht. Die will ich dann wieder für nächstes Jahr, für dieses Jahr Weihnachten dann noch behalten. Die blaue und die. Da kommt dann sicherlich eine neue. Echt? Nö. Der Hipper sieht so schön aus. Ja, ich habe, ich weiß gar nicht, damals, das war vor anderthalb Jahren, glaube ich, oder sowas, da habe ich ja mal angefangen, auf dem PC zu spielen. Da habe ich ja auch, ich habe da ganz, ganz kurz habe ich da angefangen, ich weiß gar bei nicht, was ich da angefangen. Ja, und da habe ich eine schöne Tarnfarbe gehabt und die hat richtig gut gepasst zu der. Was haben die mit der Omaha gemacht? Ist sie breiter geworden? Quatsch. Haben wir lange nicht bewegt. Das ist das Problem. Ja. Gut. Ja, dann bleiben wir mal auf HE, oder? Ja, dann gehen wir mal auf Zerstörerjagd, würde ich sagen. Hol. Attacke! Wo fahren wir denn hin? Links? Ja, ja, ne, würde ich sagen. Würde ich sagen. Nee, da hatte ich eine.
hatte ich eine super geile Premium-Tarnung gekriegt. Das war, boah, ich weiß gar nicht, die sah richtig geil aus. So dunkelblau, dunkelblau, hellblau, glaube ich. Und dann so eine, nicht direkt weiß, beige oder was das war. Auf jeden Fall, die sah richtig cool aus. Ich weiß, Team Grado hat eine auf seiner Yamato, die sieht so geil aus. Aber ich weiß nicht, was das für eine ist. Das ist so, da ist glaube ich so gelb mit drin. Das, die sieht richtig gut aus. Da war Wyoming. Da kommen wir schon dran. Ja, ja. Feuer frei. Ich wechsle mal eben auf AP. 2 Sekunden. Ja, die kommt in unsere Richtung. Kommt gleich raus. Vorsicht, ich muss dann eindrehen, wenn ich geschossen habe. Ja, die sind am zweiten Felsen. Ich bin aber offen, hier muss ein Zerstörer sein. Gut, da stört mich jetzt nicht. Ich hoffe, dass Steven die Wyoming trifft. Schade. So, Emily. Emily Berton ist weg. Ich mach mal Flieger raus. Die kommt gleich raus. Vorsicht, Wyoming feuert auf uns. Da kommt schon die Salve. Und getroffen, aber nicht ganz. Ich sehe sie gar nicht. Ich habe den Flieger draußen. Normalerweise muss sie offen sein. Die ist aber hinter dem Felsen da. Dann los, gehen wir sie mal jagen, oder? Würde ich sagen. Toll. Namen Bismarck, Namen Wolfshund. Schönen guten Abend. Ich bin schon wieder offen. Wir mussten Zerstörer sein. Oh, hier Zerstörer, Willi. Ah. Alles klar, ich lenke ein. Mach Hydro, Willi. Soll ich machen oder machst du? Warte, ich mach. Weil ich bin näher dran als du, glaube ich. Ah, zu spät. Dann heb deinen auf, Willi. Heb deinen auf. Okay, dann komm zu mir, dann mach sie auf. Schnell fahren. Kriegst du nicht auf, kannst du zünden? Da ist er. Da ist er. Torpedos direkt voraus. Ich fresse ein. Nein. Autsch. Ich laufe auch rein. Ja, 2 Stück können. Ich hab auch gefressen. Kein also, Problem. Ja. Wir haben ein Leck unterhalb der Wasserlinie. Wir laufen schnell voll. Problem gelöst. So, weiter geht's. Oh, ich hab böse kassiert. 2 Torpedotreffer. Ja, ich auch. Ich hab nur noch 14.000. Also viel halte ich jetzt nicht mehr aus. Nee. Schieß mal noch ein bisschen auf die Wyoming. Die kommen an die Emily, kommen an die ran. An die komme ich ran. Ich habe auch gerade HI. Du kannst umladen, die Omaha, die lädt auch schnell um. Sind das glaube ich nur 7 Sekunden oder 5 Sekunden oder 6. Je nachdem. Ich habe sie umgeladen auf AB. Kommst du dann an die Wyoming dran? Emily ja. Kommt gleich. Oh Gott, die Schwarzen hast du so viel? Ich habe die Schwarzen. Namen Captain Wikinger Blut. Ich habe meine Schwarzen, habe ich jetzt, mit der Tarnung ist alles weg. Ich bin jetzt auch im Moment nur am Sammeln. Ich glaube, ich habe noch viele Schwarze. Mir hat ja, die nicht so gefallen. Aber die... Ja, wir gehen auf die. Die kommt gleich raus, aber da ist er. Da kommt die Emil über Sven, das war auch aufpassen. Oh, ich glaube, ich passiere jetzt. Ja, wenn sie in die Reichweite kommt, jetzt kommt sie. Ah, jetzt haut die ab, ey. Oh nö. Problem gelöst.
Sehr schön. Ich glaube, du hast mehr HP wie ich, Willi. Du musst vor. Sag mal, treffe ich die Emil nicht oder was ist da los? Ja, wenn er wegfährt wieder. Ist da was? Ja, bei uns steht was drin. Ich komm mit. Wahrscheinlich Zerstörung. Willst du mich jetzt hier alleine lassen, oder was? Na, die Emily wirst du doch wohl schaffen. Und bei mir dauert es ein bisschen, bis ich zurück bin. Guten Abend, Fabian. Leabend, Cayman. Canem. Bin kleiner bei Sag mir mal, ich krieg den nicht. Das gibt's doch nicht. Ja, weißt doch, Willi, wegfahrende Schiffe. Ja, das ist. Es dauert noch ein bisschen, ehe ich ran bin. Ja, er trifft mich die ganze Zeit, das ist ja wohl ein Scherz jetzt, oder? Musst du zickzack fahren, Willi. Langsam wird es eng. Ich nehme an, da stehen alle beide Zerstörer drin. Ja klar, wenn ein Plätzchen frei ist, könnt ihr dann reinspringen. Aber im Moment sind wir voll. Ich krieg's kotzen. Auf Deutsch gesagt. Ja, dann bin ich fährste Käppen. Okay, dann nehme ich mir die beiden Sachen nicht von uns. Offen, Torpedowerfer kaputt. Nicht, ey. Jawohl. Emily, Kuckuck. Jawohl, sieht da. Soll ich jetzt einen nehmen oder soll ich noch zu euch? Ne, da ist noch ein. Ne, nimm einen. Da ist ein, ich habe hier einen Zerstörer. Die beachtet mich ja. Komm, eine zieht da, geht noch. Dann fahr Captain Billy. Ich brenne runter. Ich brauche nicht mehr Captain fahren. Nö, ich brauche nicht mehr Captain fahren. Ja, doch, okay, mach ich. Brand ist gelöscht. Oh, hab ich jetzt Glück gehabt. Du musst reinfahren, so schnell wie möglich. Namen Rainer. Iwaki, du fährst rein. Also du musst jetzt die Captain gleich, Willi, du musst jetzt
Ja, das war's. Das haben wir verloren. Du brauchst nicht mehr reinfahren. Wo ist denn der? Nein, wo ist der Zerstörer? Nee, fahr rein. Noch kippen sie nicht. Zu spät. Ja, das war's. Zu spät, brauchst nicht reinfahren, Willi. Hat sich erledigt. Schaffst du nicht mal bis runter. Hätte ich ein bisschen mehr HP gehabt, dann TP, dann wäre ich noch gekommen. Aber mit 1000, da kannst du das vergessen. Das schaffe ich dann nicht mehr. Nee, schaffst du das von Zeit her nicht. Du könntest es versuchen, noch bis runter, aber das schaffst du nicht. Den kriegst du nicht auf, naja. Wie viel Zeit habe ich noch? Na, siehst du doch oben. Siehst du doch oben. Ja, lass. Egal. Genau, dann gehe ich auf Angriff. Kenem, das kann ich dir genau sagen, das sind so um die 600 Spielstunden in dem Spiel. Weil man konnte sich das jetzt anzeigen lassen. Hast du das auch gemacht, Willi? Was denn? Konntest du jetzt, ich habe das bei Facebook gesehen, konntest dir anzeigen lassen, wie viele Spielstunden du hast in dem Spiel. Daher so, weiß da, ich, ne, es das waren um die 600. Okay. Müsste ich jetzt mal gucken. Also es waren über 600 Spielstunden. So, jetzt fahre ich einfach drauf zu. Ja, Geld, auch schon, ne? Premium-Konto halt. Aber ich muss dazu sagen, ich spiele auch schon seit der Alpha. Ne? Wenn man jetzt genau wüsste, wie weit die Range von dem so nah ist. Pardon, ne, das ist nicht, das reicht nicht. Das ist nicht weit. Du kennst auch, ne, das schaffst du nicht mehr. Nee. Opa, kann ich spielen, ja? Nennen. Attacke! Eine Minute habe ich noch. Ungefähr 20 Sekunden habe ich noch, um in die Basis reinzufahren. Zünde mal Hydro jetzt. Vielleicht machst du ihn auf. Da ist ja Nebel vor dir. Brauchst ja nur einen Treffer, um zu resetten. Ist Hydro laufen? Ja, habe ich. Ja, das ist noch zu weit. Ja, das schafft der Cap durch. Jetzt so plopp. Ja, das ist die, hat durchgekappt. Das ist eine Sauerei. Ach so, gibt ja gleich wieder eine Kiste. Och. Großzügig wieder hier. So, Aoba ist gewünscht. Ich habe seit der Alpha habe ich mitgezockt. Nee, Beta war das, nicht Alpha. Beta, ja, seit der Beta halt. Ich glaube, der zweite Beta hast du angefangen, ja, Willi? Nee, ich habe erste und zweite habe ich mitgemacht. Achso. Ich habe ja zwei Fahnen gekriegt. Ich habe halt von der ersten Beta eine Fahne gekriegt und von der zweiten Beta die Fahne. Der Fünfer. Was fahren wir denn? Das ist das. Der Bayern will er fahren. Fährt der auch. Opa, dann fahre ich doch. Was habe ich denn? Ach komm, weißt du was? Wo ist das? Na, Model Warships. Und guten Abend an den Rest, die jetzt nicht im Chat aktiv sind. Oh, warte, einen wunderschönen Sonntagabend. Ja, genau. Wikingerblut, ich habe die Texas, ja. Ab und zu fahre ich sie mal, aber wie gesagt, im Moment macht sie noch wenig Sinn, weil noch keine Flugzeugträger drin sind. Die hat ja eine sehr gute Flugabwehr. Wollte ich gerade sagen, genau, so ist das ja, ne? Bum, bum.
Aber ab und zu fahre ich sie mal, ja. Gleiche Karte. Gesundheit. Gesundheit. Da ist der erste schon krank. Kommt davon, wenn man. Ja, es war kalt gestern. So, wieder die gleiche Route oder was hintenrum? Lieblingsschiff kann man eigentlich so nicht sagen. Ich fahre. Was fahre ich? Scharnhorst fahre ich sehr gerne. Also kannst du sagen, ist Scharnhorst schon dein Lieblingsschiff? Ja. T61 fahre ich gerne, Alabama fahre ich gerne. T22 fahre ich sehr gerne. Matthias, die Flaggen sind einfach nur dazu da, um. Ja, was haben die Flaggen zu bedeuten? Ja, ich denke mal, die also wird man Statussymbole, ähnlich. Statussymbole, denke ich mal. Das ja. sind das so Art Statussymbole, dass du da, was weiß ich, die Flaggen sind ja bei den Premium-Schiffen hast du zum Beispiel, wenn du welche Pakete kaufst. Da gibt es ja dann diese großen Pakete, diese XXL-Pakete. Da sind dann von den Schiffen jeweils die Flaggen drauf, die echten Flaggen, ne, diese Symbolflaggen. Und für die anderen Flaggen jetzt hier, die Beta zum Beispiel oder die Alpha, das ist einfach nur Statussymbolflaggen dann. Die haben jetzt nichts, nicht wirklich was zu sagen. Die haben keine. Da feuert schon was. Eine Nürnberg. Das ist Namen so einfach Amazon so, Prime. Wie sagt man, Kosmetik ist das. Einfach nur Kosmetik. Ja, ich denke mal, die CVs werden sich dann ähnlich fahren wie auf dem PC. Da gab es ja das große Rework auf dem PC. Ich denke mal, die werden sich dann hier auf der Konsole ähnlich fahren. Also ich habe sie schon gefahren und ich bin, was das angeht, bin ich ein Biest. Also ich habe es von meinem Bruder auf dem PC gemacht und ich nehme da wirklich, ich gehe auch nicht auf Schlachtschiff oder sowas. Das Erste, was ich immer mache, wenn ich bei meinem Bruder bin und Flugzeugträger fahren darf, dann gehe ich sofort erstmal auf die Zerstörer, weil die Zerstörer sind nervig. Mittlerweile habe ich jetzt auch einen Test mal mitgemacht mit U-Boote und da gehen dann, das ist dann so, da gehst du dann mit den CVs lieber auf Zerstörerjagd und U-Bootjagd. Weil dann so können sich dann wenigstens die Schlachtschiffe und die Kreuzer vernünftig betteln. Und dann sind da nirgendwo, sag ich mal, Zerstörer, die nur nerven. Die irgendwo nur rumsitzen und warten, dass du da vorbeifährst. Ups. Das war wohl nicht Glück jetzt, wa? Dass er dich da nicht getroffen hat. Also so trauen tun wir uns nicht so, ne? So wirklich. Nicht getroffen. Namens Speedy. So, ich gehe mal auf die Iron Duke wieder, vielleicht kann ich sie nochmal einzünden. Ich krieg ja, ich sag mal so, ich krieg ja dann keinen Ärger, wenn die Leute mich anschreiben. Das ist ja mein Bruder, der kriegt aber das Fett weg. Wenn ich CV fahre. Brennt. Finde ich immer so geil. Du sollst aufhören, die Leute dazu. Ich sag, mach doch nix. Am schlimmsten finde ich die, also bei den CVs, was ich schlimm finde, sind die Torpedoflieger. Also die sind präzise und die können schon richtig nerven. Wenn du da wirklich eine Staffel hast mit 6, 7 Flugzeugen, du fliegst dann jedes Mal deinen Anflug. Klar, da sind ja auch die Flaggen sind dann sehr, sehr stark. Verlierst auch mal ab und zu ein paar Flugzeuge. Aber wenn du dann, sag ich mal, eine Staffel nimmst, kannst du schon mit einer Staffel, kannst du so ein Schlachtschiff, kannst du raustorpedieren. Wenn du dann wirklich auch so einen hast, der das dann nicht repariert, ja, dann hat er Wassereinbruch und. Scheiße, Torpedowerfer kaputt bei mir. Oh, scheiße, hier kommt Torpedo Sven, aufpassen. Von der Vorderke. Ich treffe sie nicht.
Das machen wir. Wollen wir jetzt mal hier links rumfahren um die Insel? Das ist okay. Wir müssen ja mal angreifen da. Jawohl, zieht da. Komm, die Salbe trifft noch Furutake aus. Ich habe auch einen Kanal. Du brauchst einfach nur auf meinen Namen gehen. Im Moment streame ich nicht. Aber ich habe auch einen Kanal, ja. Namensliquidator. Jawohl. Gegnerischer Kreuzer zerstört. Was hast du gemacht? Ne, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Ich habe den Zug schon getroffen. Es tut mir jetzt leid, Sven, Steven. Oh, sehr schön, jawohl. So, jetzt fahren wir. Jawohl. Jetzt pushen wir mal mit vor hier, Willi. Komm. Jawohl. Oh ja, Bayern sieht nicht mehr gut aus. Die muss in den Hafen, die muss geflickt werden. Steven, dann fahr mal Richtung Heimathafen. Dann setz dich mal da hinten hin und lass dich mal reparieren. Wieso, das ist doch hier hinten Hafen. Setz dich hin und wirst du repariert. Ich versuche dir bei der Königsberg zu helfen. Ich gehe mal bei der Nürnberg jetzt mal an. Jawohl. Habe ich dich getroffen? Tut weh, ne? Wir müssen jetzt angreifen, Sven. Ja. Die Runde geht auch verloren. Die geht auch verloren. Wir sind noch zu zweit. Ja. Pass auf, dann lass uns die Basis und dann lass uns die Basis verteidigen, die eigene. Machen wir es so. Wir könnten das dann noch rumreißen. Sterben wir mit wehender Flagge. Da ist er. Dich nehme ich noch mit, mein Freund. Nein, ich treffe nicht. Ach, Mann. Wir haben einen gegnerischen Zerstörer versenkt. So, jetzt bin ich tot, Willi. Jetzt kassiere ich euch von der Fuso. Ja. Kritischer Maschinenschaden. Wer hat mich denn da so angezündet? An zwei Stellen direkt. Das war's. An drei Stellen. Wunderbar. Schickt dann Flieger noch aus. Das hat jetzt bestimmt der Kapitän drauf gesessen, oder? Hat sich aus dem Staub gemacht. Jawohl. Boah, nee, da kamen so viele Kugeln angeflogen. Aber ich habe noch einen rausgenommen, jawohl. So. Wieder zwei Runden gespielt, zwei Runden verloren. Mhm. Namen René. Lass uns mal hier, Willi. Komm. Zündel, Zündel.
Guten Abend, René. Okay. Fragen wir mal die alte Lady. Das knallt. Mehr Enge. Naja, schaffen wir schon. Gucken wir mal. Wie viel haben wir denn? 6 in einem Spiel. Bei uns hier. Also 6 Stück. Oh, 3 okay. Im Gegner, 3 bei uns. 6 Stück also insgesamt. Fahren wir ein Stückchen vor, Willi, langsam. Achso, ja, dann lass uns doch mal hier. Ja, klar, können wir machen. Was haben wir überhaupt für ein Gefecht? Das muss ich mal selber gucken. Ein 6er, 5er Gefecht. 1, 2, 3. 3 5er und der Rest 6er. Was haben wir denn da? 1, 2, 2 6er Zerstörer, ein 5er Zerstörer als Gegner. Schaut mal, Leute, Kapitän winkt von oben. Aber ihr wisst, wir sind blind wie eine Blindschleiche. Wir sehen nichts. Bügeleisen, ja, stimmt. Sieht fast aus wie ein Bügeleisen, ja. Ich habe Kontakt. Ich auch. Ich bin feuerbereit. Warte auf Feuerbefehl. Feuer! Zündel, zündel! Jawohl. Und nicht getroffen. Und hab's getroffen, aber 4000 Schaden gemacht. Oh mein Gott. Das Bügeleisen ist da, jawohl. Na, das schaffe ich. Bügeln wir erstmal hier die Schiffe. Die dreht keinen Schuss mehr. Ne, die dreht ab. Da hinten, was haben wir da hinten? Melde Gehorsam, ich brenne. Von was? Keine Ahnung von was. Ich habe jetzt von da hinten irgendwas bekommen. Man hört schreiende Menschen. Lösch! Mannschaft auf Deck! Da siehst du doch, wie meine Leute vom Bord springen. Ah, ah, links und rechts. Problem ist, wir haben hier einen Zerstörer. Ja, die kommen ja gleich wieder drauf, die wollen ja nur löschen. Ich bin zu. Weil unsere Löschmannschaft, die pennt wieder. Verdammt. Wollen wir mal angreifen, es werden ein bisschen schneller fahren. Ja, ich habe jetzt volle Kraft. Okay, New Mexico kommt in unsere Richtung. Auf geht's. Lassen Sie uns mal das Meer bügeln. Ich kann vielleicht gleich noch mal auf die Scharnhorst feuern. Wenn sie denn rauskommt. Hinten kommen schon Torpedos. Oh, wieder so ein ganzer, ganzer Teppich wieder. Ah, da ist ein Zerstörer. Na komm, Scharnhorst, jawohl. Torpedos direkt voraus. Steven, aufpassen. Fahr nicht rein. Nicht angezündet. Was ist da los? Oh, ich krach gegen die Insel. Boah, die Chance ist jetzt kassiert. Oh, er hatte die Nelson zum Stoppen, Christ, das ist ja. Komm mal, jetzt brennst du schon. Komm. What?
Ich habe aber noch nicht viel. Ah, da ist noch eine Kneise. Ah, die dreht ein. Dreht ein, dreht ein. Hat einer von euch einen Flieger? Wir sind hier blind wie die Kneise Maulwürfe. Kneise brennt. Verdammt. Wir haben noch keinen Flieger. Ja. Du weißt doch, wir sind blind wie eine Natter. Da ist Zerstörer, Fubuki, Willi. Da er die Nelson zum Stehen kommt, das ist ja... Gott. Ja, das ist Wahnsinn, ne? Die braucht echt... Boah, und die hat auf Steam getorbt. Zwei Frister. Wie sieht's aus, schadensmäßig? Schadensbericht. Bleiben Sie mal hinten. Das sieht ja mal gar nicht gut aus. Ja, genau. Tactical Beaching. Hast gestern mehr gelitten wie ich, ja? So sieht das aus. Ach ja, ich fresse jetzt drei Torps und ich bin weg. Du kannst doch heilen, du hast doch eine gute Heilung. Ja, wo denn? Ah, ihr seht schon, es läuft nicht heute. Wir kriegen aufs... Ihr wisst schon. Ja, Algerie ist schon nicht schlecht. Müsste ich auch mal weiterfahren auf den 7er. Wo ist denn der Willi? Tot? Nee. Doch. Doch. Ich schicke gerade meine Mannschaft mit Schlauchbooten vom Schiff. Ach da, ich sehe dich sinken, ja. Ja. Steven auch. Wisst ihr nicht, wie die Leuchtpistolen in den Himmel geschossen werden hier? Ich glaube, ich kann mal Gas rausnehmen, weil die kommen ganz allein auf mich. Denke ich mal. Bumm, jetzt. Boah, was ist denn los heute, ey? Jawohl. Also, wer möchte, kann in einer Viertelstunde mitfahren. Oh, hier kommen schon wieder Torps. Ich sehe schon wieder. Oh. Erzähl nicht. Ja, geil. Ich habe einen Zerstörer hinter mir. Torpedos abtauchen. Boah, Kneißen aber an zwei Stellen an den Zinnen. Absolut fantastisch. Na, an den Zerstörer kann ich mich jetzt nicht kümmern. Feuer frei! Torpedos von der Gneisenau. Ja, was macht die Gneisenau hier? Was macht unsere Gneisenau hier eigentlich? Die fährt ja völlig in der falschen Richtung. Ich weiß nicht, wo es lang geht, wa? Kennt sich auf See nicht aus. Wir haben auch einen AFK-Zerstörer. Ging die Schüsse hin. Wo kamen denn die Torpedos weg? Die kamen hinter dir. Na, da ist doch schon eine ganze Zeit hinter mir. Ach so, der toppt aber schlecht. Oh, jetzt kommen sie. Jetzt kriegen sie welche in den Arsch. Achtung. Bumm. Husch. Ja, was soll ich machen, wenn sich da keiner... Weißt du, die Zerstörer stehen hinter mir, anstatt mir zu helfen. Ja, ein Zerstörer ist... ist die Druckwelle gerade, das sah raus. Nee, aber ein Zerstörer ist AFK, Sven. Da kannst du leider nichts machen. Komm raus hier, ich kann mir das Elend nicht mehr angucken. Ich bin schon raus.
Ah, schön. Das war jetzt 6er. Komm, lass uns zu 5er nochmal fahren. 5er? Ja, und zwar, was haben wir denn noch hier? Warte, ich gucke. Komm. Dunkirk. Du hast es erfasst. Namen Dringo. Abend. Jetzt geht's wieder, was? Aufs Maul. Für uns, ja. Wahrscheinlich. Der Lachs lübt nicht, Willi, was ist da los? Doch, der Lachs lübt. Hast du Bundesliga nicht geguckt? Lachs nee, lübt, 5-3. Guck ich doch nicht. Dong, dong. Was ist los? 5-3 haben wir gewonnen. Gegen wen? Gegen Puppenkiste. Puppenkiste? Augsburg. Augsburger. Ah, ja. Jetzt. Wir hatten Bayern überhaupt gespielt. Weiß ich nicht. Ich weiß doch bestimmt unser bayerischer Kollege hier im Chat. Ja. Der neue. Der Liquidator, wenn er noch da ist. Wie hat denn Bayern München gespielt? Der Haaland, unser neuer Zugang hier, ne? Der 24 Millemann von Dortmund, hat dreifach Bude geschossen. Gewonnen. Ich verfolge doch Fußball nicht so. Ach so, okay. Wollen wir direkt auf Charlie fahren? Weil. Jawohl. Wo ist Steven? Komm, Charlie, wo ist der Steven überhaupt? Ach, der ist ja ganz weit hinten. Ich bleib erstmal hier. Ja, ich habe leider bei. Ich hätte jetzt 200 Euro gewinnen können. Ich habe bei diesen Sportwetten, ne, mache ich aber Lottogeschäft mit. Batman da bei der York Bayern, musste dich durchbeißen. Da habe ich bei Bayern habe ich leider ein falsches Ergebnis gemacht. Hätte ich jetzt richtig getippt bei Bayern, dann ja. Da hätte ich 200 Euro gewonnen. Aber so soll's nicht hier sein. Emily, müsst ihr rausnehmen. Ja, sonst bin ich offen. Ruhig. Die Schüsse kommen sowieso alle wieder auf mich hier. Und ich bin schon am Brennen. Es ist so geil. Oh, Kack, Zerstörer. Und ich bin offen. Klasse. Aber der York, da musst du wirklich dranbleiben. Also, das war so ein kleiner Krampf. Ach, warum wollte ich? Ich wollte nicht nebeln. Ach, Kruzifix. Ja. Was machst du? Ah, das läuft wirklich nicht weiter. Ja, 31. Wir haben ein Leck unterhalb der Wasserlinie. Wir laufen schnell vor. Nein, jetzt. Ja, ich bin tot. Er fährt direkt wieder. Ach, Mann. Ist gut. Man merkt's, ich habe eine Woche nicht gespielt. Man merkt's. Ich bräuchte hier Hilfe. Ich bin ja alleine, ne? Scheiße. Ich kann nur rückwärts fahren oder vorwärts. Ja, mal gucken. Ich bin ja alleine, hat zwei Kreuzer vor sich. Da Willi. Einer nur noch, ich sehe hier nur einen vor mir. Drüben ist der Beste, da ist noch einer. Ja, der Steven ist aber auch bei mir, 9 Kilometer entfernt. Ja, pappalapapp. Zünden wir erstmal die New Mexico an. Zünde! Gucken. Unser Team hat die Führung übernommen. Was ist da? Gewinnen mal, was ist da los? Oh, echt? Warum nicht? Wir dürfen doch mal schreien. So. Willi, ich habe den BT7 freigeschalten. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Er sagte erst, ich warte. Warum? Und mach. Du hattest da schon einen 1-3er, oder? Nein, ich habe den BT7 heute noch gar nicht freigeschalten. Den anderen 1-3er hattest du doch schon. Den T26 oder was? Ja. Nee, aber nicht von der T34-Reihe. Den habe ich noch nicht. Den nicht, aber du hattest schon einen 1-3er.
Ja, den habe ich, ja. Das war der T26, glaube ich. Naja. Das heißt, sind wir doch jetzt gleich von der Einstufung, sind wir jetzt gleich. Ja, ich brauche aber nicht mehr viel, dann habe ich den BT7 auch. Jetzt aufs Maul! Für uns, ja. Wieso lief doch gestern? Schön. Wir sind nicht wie die anderen, die ganze Zeit nur noch reinrommeln. Muss ja auch nicht sein. So musst du aber spielen, Willi. Nee, aber nicht bei realistischen Schlachten. Das da, Willi, AP und auf Kreuzer. Ich sehe es gerade, ja, da kommt er. Emily. Jetzt geht der zu. Oh, Mann. Bitte, da ist er. Da. Komm, der fährt schön Breitseite. Und er zündet mich wieder an. Die HE hier ist viel zu mächtig. Die müssen es ein bisschen runterschrauben. Ja, hallo. Schiff, Bewegung. Komm, guck mal, die Abstimmung. Der zeigt jetzt schön Breitseite. Ja. Ich muss erstmal nachladen, Sven. Komm jetzt schön mittig rein. Ja, 2-6. So, dann gehen wir nochmal auf die Mexiko. Haben wir sonst noch was? Nö, gehen wir erstmal schön auf die Mexiko. Wo sind nur die zwei Schiffe hier? Auf die Emily, die kommt gleich wieder raus. Mach die nächste Salve auf die Emily, Berton. Jawohl. Emil Berton. Was weiß Berton. Ich? Ich sage mal Emily. Oh, la fromage. Ja, hier la ist fromage. Jawohl, la baguette. So, jetzt hauen wir da eine rein. Du bist gekommen, oder? Ja, mach noch mal. Nein. Dieses Suffisante. Namen, Loser YOLO. Genau, Batman hat es schon wieder gesagt, zündel. Hat aber nicht irgendwie heute geknallt. Also, irgendwie zündeln bei uns die HE nicht. Keine Ahnung. Die haben keinen Bock. Habe ich das Paket schon gekriegt? Eingefädelt. Dann darfst du dir aussuchen, was du fahren möchtest. Genau. Nee, Latte habe ich nicht. Dann sucht der Willi aus. Bums. So, haben wir 60.000 wieder gekriegt in den Container. Was machen wir denn? Genau, ich habe mal wieder Bock auf... Wo ist sie denn? Jetzt kommt die King George. Wetten. Wo ist sie denn? Habe ich wieder Bock drauf? Ja, du hast es schon erfasst. Ist da? Mein Liebling im Moment. Zack. Meine King. Wo ist sie denn? Warte mal, muss ich ja noch mal eben. Haben wir denn noch? Jawohl, da haben wir noch genug von. Da haben wir auch noch und da haben wir auch noch. Genau, ein paar. So. Jetzt hoffen wir mal, dass das jetzt gezündelt wird. Jetzt wird richtig gezündelt. Mündung. Ah. Gut, dass das Ding jetzt nicht ist. Steven, ich bin das erste Mal gestern bei Warthunder Torpedoboot gefahren. Aus Versehen, ja. Alter, das ist eine Steuerung, ne? Boah, aus der Hölle, ey. Aber ich muss sagen, grafisch auch richtig gut gemacht. Und da musst du mir vorstellen, ich habe, das ist kein Witz, ich habe mit dem Torpedoboot, ja,
ein Schlachtschiff rausgenommen. Ich weiß jetzt nicht, welches das war. Es wurde mir nicht angezeigt. Aber auf jeden Fall, ja, ziemlich großes. Die haben noch keine Schlachtschiffe, Willi. Das war ein Kreuzer, was weiß ich. Auf jeden Fall hatte der. Das war ein Schlachtschiff. Also ich meine, es wäre ein Schlachtschiff gewesen. So, fahren wir Richtung A. Ich habe da so eine böse Vorahnung. Ja, da hinten kommt am Horizont tauchendes gleich Schiff auf. Ich wette, ich bin drin. Aber, ja, okay, komm. Fahren wir wieder an unseren Tod. Wie immer. Jawohl, Batman sagt, jetzt wird gezündelt. Ich hoffe mal, dass jetzt auch gezündelt wird. Ich bin schon offen. Hä? Wie geht das denn? Ja, ehrlich jetzt, ich bin offen. Wie geht das denn? Hallo? Schlachtschiff. Jetzt bin. Da ist eine Gneisenau. Oh, geh nochmal auf. Oh. Gneisenau, komm. Auf. Ja, jetzt. Away. Los, Feuer frei. Boah, ey, wenn jetzt nichts was gezündelt wird, ne, dann weiß ich auch nicht. Dann ist irgendwie was mit meiner HE nicht in Ordnung. Da müssen die Granaten nochmal geprüft werden. Und eine Scharnhorst. Scharnhorst. Oh, die fährt breitseite. Aber die schießt den Berg. Ja, ich. Jawohl, zinkel, zinkel da, ja. Scharni brennt und hat sofort gelöscht. Wird aber gleich wieder angesteckt. Ich brauche schon gar nicht mehr fragen, wer an vorderster Front ist. Ja. Ja, Steven, er brettert wieder. Komm, jawohl, er brennt nochmal. Schauen, was brennt. Kann ich mal auf die Gneisenau gehen. Toll, Scharnhorst nochmal angezündelt. Jetzt funktioniert das Zündeln hier aber richtig. Jawohl. Jetzt haben wir unsere Granaten eingestellt. Es wird gezündelt hier. Gucken, dass ich nicht wieder vorne in sei krache. Alles safe. Ich versuche nochmal die Gneisenau anzuzündeln. Mhm, ich bin mit dran. Boah, Gneisenau auch ange. Oh, oh, da kommt Torps. Scheiße, eindrehen. Boah. Schön gemacht, Steven. Steht die Gneisenau? Ja, die steht fast, nur ganz wenig. Ja, die fährt aber ein Viertel, glaube ich. Gneisenau brennt. Sehr schön. Schön. Weil er hat bestimmt Wassereinbruch, oder? Nee, er halt gegen. Er halt gegen. Brennen tut er aber noch. Der Zähler läuft noch. Also der. Jawohl, weg ist er. Sehr schön. Nix da alleine. So, komm, Sven, hier bei A rein. Dann holen wir uns noch da vorne das. Willi, der Burkhardt fragt, wie viele Premium-Tage du hast. Ich habe Premium-Tage noch 109 Tage. Hier, da, die Algerie. Komm, lass uns die auch noch rausballern. Jawohl. Ich bin am Start. Die kommt jetzt raus. Jawohl, Algerie brennt. Ich muss jetzt entgegenfahren, die Torpt. 862 Tage, ja. Das ist. Ach! Ja, war ja jetzt das Angebot mit den 310, die waren ja jetzt, glaube ich. Ja. Algerie Torpedowerfer kaputt. Der will mich tatsächlich rammen! Ja, das ist Überlebensstopp. Ja. Alles safe. Mit einem Kreuzer und Schlachtschiff. Ja, mit einem Kreuzer und Schlachtschiff zu rammen ist eine dumme Idee. So, nimm A ein, Willi, lass uns A einnehmen.
Ich pull gerade, ja, ich pull jetzt gerade wieder zurück, scheiße. Alter, wie dumm. Benjamin, Premium-Schiffe haben jetzt mal, sag ich mal, hier bei World of Warships keine Vorteile im Granatentyp, sondern du kriegst da nur ein bisschen mehr Credits und ein bisschen mehr EP. Also die sind jetzt nicht überstockt, dass man sagen kann, das sind jetzt alles, nee, das nicht. Du kriegst... Ja. Genau, das einzige Vorteil, den du hast mit Premium-Schiffen, ist, du gewinnst ein bisschen mehr Credits, also geldmäßig, und halt ein bisschen mehr EP gewinnen kriegst du mit dem Schiff. Das ist alles. Sonst haben die keine großen Vorteile, was Bewaffnung angeht. Jawohl. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Richtung B, würde ich sagen. Na gut. Warum stehst du? Weil ich eigentlich rückwärts fahren wollte und drehe. Jetzt drehe ich aber so. Wir müssen danach nach dem Gefecht unbedingt einen Hafen anfahren. Ich bin vorne ziemlich zerstört. Ja, boy. Das wirft mich dann wahrscheinlich 2-3 Wochen wieder zurück. Okay. Voll die Story erzählen hier. Kannst du deinen Männern Landgang geben? Ja. Der krass, komme ich ran jetzt gleich, oder? Quartiermeister sagt gerade, das wird nicht 2-3 Wochen dauern, das wird mindestens einen Monat dauern. Die Reparatur an der King George. Der krass, komme ich nicht ran. Boah, da ist noch eine volle Normandie. Ach du großer Gott. Boah. Ja, und wir verlieren das Ding wetter, ey, das gibt's doch nicht. Namens Exodus. Ja, die auch nochmal. Ja, ebenfalls. Teil. Noch nachträglich. Ja, der hatte viel mit Beruf und Familie und so. Das kann ich ja verstehen. Ich habe ja letzte Woche auch nicht viel World of Warships gespielt, ne? Der Spätschicht hast du nicht wirklich Lust. Ah, die Degrasse komme ich nicht dran, Sven. Sonst hätte ich sie rausgenommen. Da müssen wir aufpassen. Ja, da ist noch eine volle Normandie. Die kann mir natürlich böse wehtun, ja. Dann, warte, dann lass mich gleich vorfahren. Dann ziehe ich das Feuer auf mich und dann kannst du sie von hinten dann anstecken. Oh, was kommt da denn? New Mexico kommt noch. Oh, da kann ich feuern. Toll. Ja, das jetzt wird doch hier Platz. Den Gras habe ich noch rausgeschossen. Wieder der kleine Feuerteufel. Zündel. Ach, nach B wollten wir, ne? Dann drehe ich mal ein. Oh, schön angezündet, New Mexico. So, ich halte mich jetzt, auch noch mal kurz hoch. Ja, die Normandy, die kommt gleich raus, ich könnte sie gleich treffen. Ja, kommt sie. Ja, ich baller wieder alles in den Berg rein, ey. Ah. Warum? Kannst du das nicht? Nein? Ich kann nicht alle Geräusche immer nachmachen. Das geht. Das sind jetzt. Wie sagt man? Das sind einmalige Geräusche. Ich komme nur einmal und. Ich bin offen. Da ist die Normandie. Hm. Die Normandie brennt, hat aber. Nee, hat nicht gelöscht. Lässt brennen. Dann würde ich sagen, wir verteidigen erstmal okay. Die Zone haben wir. Dann würde ich sagen, dann verteidigen wir die Zone hier, weil das sind New Mexico und die Normandie hier vorne noch. Nein, muss aber weg.
Ja, du, dann gehen wir auf Zerstörerjagd. Ich habe zwar noch ein bisschen, aber muss auch aufpassen. Aua. Dass ich Scheiße! Ja, gut, kann ja mal passieren. Die Normandie. Ja, ich muss weg. Ich muss weg hier. Ich kann dir auch nicht helfen. Ich kann ja von der New Mexico. Nein, alles okay. Ist alles okay, ist alles okay. Ich versuche jetzt noch die. Wo ist die Mexiko? Da komme ich nicht dran. Dann nehme ich mir mal die Normandie vor. Was? Mexiko brennt nochmal. Ja, den lasse ich dir dann. Könnte sein, dass der. Ja, ich guck mal, löscht er die? Ne, der löscht nicht. Ja, kann im Moment nicht löschen. Ja, Mist. Ich komme jetzt nicht mal ran. Können es jetzt nochmal anstecken. Habe ich. Na, Bräuler. Mexiko. Ja, schön. Aha. So, jetzt. Nicht so gut. Dann fahren wir jetzt mal hinter der Normandie. Genau, wenn du. Oh, da ein bisschen zu wenig. Da muss mehr kommen. Ja, klar, er feuert auf mich. Es ist immer dasselbe. Ich treffe nicht. Der war gut, Willi. Na, die sehe ich jetzt leider nicht, die Miyoko. Ah, Normandie. Gegnerischen Kreuzer entdeckt. Was, Kreuzer haben wir ja auch noch? Ach da, Miyoko. Oh, nicht gut. Die brennt. Supi. Joko muss ich mir jetzt, die kommt jetzt raus. Ja, die macht mir ein bisschen Probleme von hinten. Nein, ich treffe sie. So, Normandie brennt an zwei Stellen. Ja, schön. Um die musst du dich kümmern. Ich guck, das ist die Miyoko. Die läuft, ich laufe auf, zurück. Ach, ja, das war's. Ich kassier Torpedos, Willi. Ja. Mist. Auto, dich beschäftigt.
dringt schnell ein. Bist gleich alleine, Willi. Ja, ich hab nur noch 800. Oh! Was war das denn jetzt, ey? Holy. Oh, jetzt knapp. Ah, oh, schöne Runde, fast 70.000 Schaden. Ja. Sturkopf haben wir bekommen allen als Medaille. Das war jetzt mal eine spannende Runde. Schön. Ja, 111.000 Schaden gemacht. Und das in einer gegen George. Geil. Kann sie sehen. Kommt, die Runde gibt's doch mal ein Like. Haut mal ein Like rein. So. Und es ist jetzt ein Plätzchen frei. Also wer mitfahren möchte, der kann jetzt mitfahren. Einfach reinspringen über unsere Community. Da Willi kann sie ja nochmal reinschreiben. Ja, mach ich. Also wer mitfahren möchte. Komm, gib mir einen guten Captain. Och nö. Jetzt kriege ich wieder so einen scheiß Japaner. Den Japaner, den fahre ich ja überhaupt nicht. Da kriegst du so einen Japaner wieder als Kapitän. Würg. So. Was wollen wir fahren, Willi? Wollen wir mal sieben noch probieren? Können wir gerne mal probieren. Lass uns mal sieben noch probieren. Jean Bart. Jawohl, wir hören uns. Tschüss. Tschüss. Versuchen wir es mal. Na, wenn es zu lange dauert, dann brechen wir ab. Dann aber wir probieren es mal. Jawohl. Wo ist er denn? Keiner hat's geglaubt. Keiner hat's. Oh, ich muss ja noch eine Flagge noch reinmachen hier. Halt, das ist die falsche Flagge. Shit. Nein, was stimmt, macht er denn? Sagst du was? Unsere Ellerbach müssen wir mal anfangen, Willi. Oh, wir haben so viele Projekte. Gibt's ja nicht. Stimmt, ja. So viele Projekte und so wenig Zeit. Das stimmt allerdings. So. Oh, das ging ja schnell. Guck. Oh, Splitter, unsere Hasskarte Nummer 2. Splitter? Nö, nicht wirklich. Das ist die mit B, Sven. Oder direkt bei B spawns da. Ist das die, ja? Bitte. Ja, das ist die. Also gleich wieder Rückwärtsgang. Nee, wir sind diesmal nicht bei B, wir sind bei A. C. Okay, jetzt sehe ich es jetzt zum ersten Mal so richtig. Oh, ist schon ein schönes Schiff, die Jean Bart. Oh, hübsch ist er. Ja. Gut, 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 gut. Oh, ich sehe gerade, wir fahren ja gar keine, gehen nicht gegen Xbox-Spieler. Da war doch auch irgendwas, ne? Mit dem Matchmaking, da ist auch irgendwas kaputt gegangen, glaube ich, ne? Nee, das sollte aber wieder gehen. Mit einem Crossplay war da irgendwo, das sollte eigentlich genau, Crossplay, gehen. Genau. Was machen wir jetzt das denn? Wollen sollte wieder gehen. Da gucken, dass die Maus uns was aufmacht, oder? Hoffe ich doch. Ja, ansonsten fahren wir bei C gleich hinter dem Berg da. Fahren wir links. Ah, da, guck, da ist schon. Nice and now. Oh, mach nochmal auf. Ja, kommt doch in unsere Richtung, Willi. Die ist gleich wieder offen. Oh, na gut. Den Boostlader haben wir, ne? Und das Schöne, was ich finde, ist der Schraubenboost.
wegen, ich bin offen. Hier muss ein Zerstörer sein, Sven. Da. Oh, Gneisenau dreht ein, Willi. Ja, und hab schon meinen ersten Turm. Ist kaputt bei mir. Explodiert. Echt? Jetzt schon? Ja, so wie er gerade sagte, Turm ist explodiert. Oh, das tut jetzt weh, Gneisenau. Das sehe ich schon. Die Schüsse tun weh. Jawohl. Oh, der hat jetzt böse kassiert. Nö, nee, geht doch tatsächlich. Konnte noch mal, zünden. Da will jetzt anfahren, Willi. Glück gehabt, ja. Turm kaputt vorne. Denke mal, den wird aber reparieren. Da fährt uns direkt an, Willi. Also rückwärts gehen. Da will uns torpen. Frisst schön Schaden. Frontal. Boom. Boah, 7000 Turm kaputt. Der hat jetzt einen kaputten Turm. Ja, das war's. Der ist jetzt mit der nächsten Salve raus. Kannst du rausnehmen, Willi? Okay. 4, 3, 2, 1 und. Gute Nacht, Gneisenau. Ja, wenn ich überhaupt treffe, ne? Was? Ja. Ich lasse für 200 stehen. Das ist ein Witz, ey. Gute Nacht, Gneisenau. So, komm, lass es vorfahren. Gegnerische Schlachtschiff versenkt. So, Algerie, da komme ich nicht mehr ran. Dann lass uns C einnehmen. Oh, guck mal, zwei. Unser Team hat die Führung übernommen. Ja, Pencil. Jean Bart, im Formationsflug sieht schon geil aus. Ja. Ah, der Zerstörer nimmt C ein. Lass uns mal nach rechts drehen, Willi. Lass uns mit nach rechts fahren. Weil der Zerstörer nimmt das eine. Ruhe. Da brauchen wir nicht hinfahren. Das ist Quatsch. Da haben wir eine Chance. Müssen wir nur gucken, dass wir eine Pensacola. Schwert und Kreuzer haben wir da noch. Dann lass uns zusammen die Jean Bart da. Würde ich sagen. Okay, wir haben zwei Zonen. Ich fahre volle Kraft. Habe ich. Okay. Habe ich. Ich hoffe, der Zerstörer kommt mit. Drüben der Richelieu kommen wir nicht dran. Ich hätte gern die Einzelne. Wo sind die? Da hinten ist noch eine Richelieu, ja, da. Algerie und Pensacola ist auf der Seite. Auf der rechts und auf links. Das sieht noch nicht so gut aus. Richelieu, ja, warte noch, wo ist die scheinbar? Das Dumme ist, wir haben wieder keinen Flieger. Das ist. Ja, deshalb sei, dann Zerstörer, bist du mit da. Da ist er, Willi. Ja. Feuer frei. Ich komme noch nicht dran, oder? Weiß ich nicht. Ja, doch, knapp. Boah, ich brauche noch 2 Kilometer. Ich habe Reload Boost drin. Aber der fährt schön Breitseite. Die Streuung war jetzt böse. Dreht ein.
Vorsicht, die Richelieu können auch auf uns wirken drüben. Hauptturm kritisch beschädigt. Ich versuche mal an den Felsen hier vorne zu gehen, um da ein bisschen Schutz zu suchen. Feuert nur auf mich. Ja, mich kommt er nicht dran, weil ich da gerade gut stehe eigentlich. Jean-Bart hat Turmausfall, Sven. Mhm. Ja, jetzt schießt die Dings schießt auf uns, Vorsicht. Ach, Kreuzer. Das muss. Geht nicht anders. Angreifen will. Ich muss aus dem Schussfeld von der Richelieu raus. So, ja, komm dann los, raus, Derek. Nee, ich bin eigentlich ganz gut hier aufgestellt, Sven. Ich bleib mal hier stehen. Schlimm, den Kreuzer mit. Das ist das Problem. Ah, scheiße. Du musst mitkommen, mein Turm ist kaputt. So, stehen bleiben, scheinbar stehen bleiben. Ja. Du musst nur aufpassen, du musst jetzt stehen bleiben, Sven. Dann hast ja, du ich sitze im Stehen. Den Berg hast du dann noch eine Algerie. Problem gelöst. Deshalb habe ich gesagt, du musst mitkommen. Na gut. Ich komme. Ja, ich fahre zurück. Los, ich fahr zurück. Feueralarm! Du fährst zurück, oder was? Ja. Okay, sag. Okay. Ein bisschen eindrehen hier. Mach keinen Schaden. Turm explodiert bei der Jambat? Das wird mir auch gleich passieren wahrscheinlich. Aber feuert auf dich, okay. Vorsicht, wir kriegen gleich von der Seite Besuch. Okay. Ja, Richelieu ist ziemlich nah. Jean-Bart brennt. Wir haben gleich der Richelieu hier bei uns. Okay, dann greife ich jetzt an, dann fahre ich jetzt vorne, weil die will uns überrunden. Schnell weg hier, los, Vollgas, so, Vollgas. Die Hammer, ja. Gegnerische Schlachtschiff gesunken. Ich lade wieder auf AP, Willi. Ich weiß jetzt nicht aktuell, ob jemand drin ist. Da, Mario, in der Division, das sehen wir gerade nicht. Ihr müsst dann einfach mal kurz reinspringen, gucken, ob wir voll sind. Wenn nicht, dann könnt ihr reinspringen. Genau, wenn es nicht geht, dann sind wir voll, ja. Bist du mit hinter mir? Ja. Das haben wir jetzt gut eingefädelt, weil jetzt kommt nämlich die Richelieu ja, raus. Ja, es ist noch nicht gewonnen, das Ding. Hier ist die York, die macht einen Asern mit ihren Torps. Geht die drüber? Ja, drei geht drüber. Oh, schön. Jawohl. Vorsicht, Richelieu kommt zurück, Willi. Oh, du pusht da raus, bist du verrückt. Vorsicht auf die. Ah, ja, deshalb. Das, ich sag's noch. Ja, einen kassiere ich auch. Ja, egal. Ja,
Der lenkt genau rein, der Torpedo. Das ist ja wohl ein Witz jetzt. Kommt die Richelieu, holen wir uns noch bitte. Kann gleich gut feuern. Ah. Turm kaputt bei der Richelieu. Komm, Secondary. Ah, ich komm nicht ran. Oh, doch, der ist gebeacht, Willi. Nein, jetzt gehen die alle im Berg. Ah, das gibt's nicht. Schießen raus. Jawohl, Willi. Sehr schön. So, jetzt lass uns auf die York gehen hier. Wo war die? Oh. Ah, Vorsicht, Torpedos. Vorsicht. Ja, wir haben keinen Flieger. Das ist das Problem. Ja, wir brauchen Unterstützung. Hinter uns ist Algerie. Da, ja. Warte. Oh, dreh gleich nicht reinfahren, Willi. Wegdrehen. Da wird Torpen. Dass die alle Berg abgebremst, ja. Torpedos auf Steuerbord. Ja, da kommen sie. Ich sag's noch, wegdrehen. Ja, ich hab doch schon weggedreht. Wenn die Schiffe so scheiße sind, wenn die. Ey, du drückst schon 20 Kilometer weit, drückst du nach hinten. Ja, die brauchen doch auf dem Wasser. Ach komm. Ruhig bleiben, Willi. Ist noch nicht verloren. Ah, lad nach, Schiffchen, lad nach. Feueralarm! Gegnerischer Kreuzer gesunken! Na, jetzt war ich natürlich von zwei. Muss ich erst die Algerie rausnehmen. Dann an zwei Stellen. Ja, das kriege ich natürlich HE vom Feinsten hier ab. Motorboost, mach hin. Feueralarm! Maschinenboost aktiviert. Ich renne jetzt runter. Jetzt brenne ich runter, aber trotzdem schöne Runde. Ja, das ist auf jeden Fall. Ah, jetzt brenne ich an zwei Stellen. Ja. Das war's. Vielleicht kann ich der Algerie noch eine verpassen. Boah, schön. Naja, egal. Aber es war eine schöne Runde. Vor allen Dingen eine spannende Runde. Was haben wir denn gemacht? 112.000. Drei Schiffe. Mal gucken, erster, zweiter, Willi. Vier Schiffe haben wir rausgenommen. Ja. So muss das. Schöne Runde. Ja, wer drin ist, der darf mitspielen. Das haben wir ja gesagt. So, genau. Aber wir machen das, keine Angst. Wer mitfahren möchte, wir wechseln nach drei Runden eigentlich immer durch. Also Ice-T Clans ist es noch nicht so weit hier bei World of Warcraft Legends. Das wird aber, denke ich mal, dieses Jahr oder nächstes Jahr dann vielleicht... Wird sicherlich kommen. Mal eingeführt, ja, aber im Moment nicht. Weil dafür sind noch zu wenig Modi da, sag ich mal. Man da eventuell was machen könnte. So. Wochensprint habe ich auch fertig. Was wollen wir denn fahren, Bill? Wochensprint? Haben wir neue Feldzüge? Tatsache, Wochensprint haben wir hier. Wochensprint 1 und 2. Ach ja, kriegt man ja wieder Kohle. Erstmal Gneisen fahren. Auf jeden Fall, da bin ich bei. Da sind wir dabei. Das ist prima. So, New Orleans, Gneisenau. Ja, wie gesagt, wir machen jetzt drei Runden und dann wechseln wir mal durch. So, Willi, zwei Frühschichten. Dann habe ich es schon wieder geschafft für nächste Woche. Hast du frei oder was? Dann ja, zwangsfrei. Es gibt keine Autos mehr. Alles geht pleite. Ja.
Ja, es passt, da kann ich Freitag in Ruhe sortieren, dann fahren wir ja. Am Samstag fahren wir ja nach Berlin. Zum Sabaton. Ach so, stimmt. Oh, was haben wir? Drei, zack. Ja, schon. Wollen wir Richtung. Ich würde mal sagen, wir fahren Richtung A, ne? Das ist die Karte, die offen ist jetzt ziemlich. Ab nach A würde ich sagen, oder? Ja, du bist ja schon da ziemlich bei A da. Ja, ja. Gneisenau, ich höre dich trapsen. So. Ach, ihr seid da drüben. Okay, ja, dann kommt erstmal zum Nachhinein. Ich wollte nämlich sagen, ich komme. Ja, die deutschen Schlachtschiffe sind von verdammt hübsch, oder? Ja, hübsch sind sie. Müssten vielleicht noch einen kleinen Tacken, was Streuung angeht, verbessert werden. Ansonsten sind sie, ja. Also ich bin mit der Gneise noch zufrieden. Andere sagen so, oh, die streuen und hier und da. Ich sag, kann ich nicht klagen. Also, wir haben drei noch. Die Granaten, die finden immer ihr Ziel. Also die knallen richtig rein. Bei mir auf jeden Fall immer. Und ich fahre ja grundsätzlich die deutschen Schiffe. Ich arbeite in einem großen Presswerk. Wir machen Karosserieteile für Automobile. Ich schulde Ihnen was. Wow. Da war doch was offen gerade. Ich habe gerade was gesehen, aber... Ja. Gneisenau ist A. Zumal ich ja jetzt... ich habe ja nicht mehr viel. Habe ich dir das überhaupt erzählt? Was? Oh! Ich bin schon getroffen worden und habe meinen Torpedowerfer hier kaputt. Ich habe den Otto Kiljaks auf 16 und auf Legende 3. Ja, ich brenne an zwei Stellen sofort. Wer zündet mich denn hier sofort so an? Zwei. Ist das die Orne, die Algerie? Nö. Ich verstehe zwar kein Russisch, aber trotzdem mal Strasduitje hier. Lass uns die Kneise nach gucken. Wo fährt sie denn hin? Oh, ja, komm schon wieder. Ey, ich bin schon wieder angezündet. Jetzt brenne ich. Ja, das ist ja wohl ein Witz. Kreuzer da hinten. Die schießen. Ja, ja. Aber trotzdem ist das absolut lächerlich, ey. Die Scharnhorst zündet mich die ganze Zeit an hier. So, Gneisenau, jetzt bist du mal dran da hinten. Jawohl, und da ist noch eine Bayern. Ist da auch noch. Ich kann gleich nicht mehr feuern. Kriegen wir sie noch dann raus hin. Oder gehen sie im Berg? Also gehen noch drüber, okay. Das ist doch nicht wahr, ich brenne schon wieder. Ey, sag mal. Deutschen brennen halt schnell. Das gute alte Teakholz, das brennt halt schnell. Schießt gleich auf die Bayern mit. 8000 auf die Gneisenau jetzt, genau. Sound von den Sascha. Nice. Gneisenau. So, nochmal 3000 auf die Gneisenau. Das ist mit HE bespaßt. Ne? Von der Algerie. Oh ja, Zerstörer hinter mir. Nummer 8000 auf die Gneise, noch. Mist, die Bitscht. 8000 auf die Gneise. Das treffen nicht schön.
Ja, jetzt dreht die weg. Mal gucken, kann ich noch was auf die. Auf die Bayern. Ja. Hier, guck dir meine Secondary an. Ah. Oh, die Bayern angezündet, nur mit der Secondary. Ich sag ja, ich liebe die Deutschen. Echt. Die Secondary ist einfach unübertroffen. Oh, zählt aber schlecht hier. Mal schauen, was komme ich rein. Toll, Bayern ist rausgeschossen. Scharnost kommt hier mit, Willi. Wo? Da hinten, ne, ich gehe jetzt erstmal auf die Gneise noch. Viel zu weit, brauche ich bei der Scharnost das näher ran, ja, Willi. Ja, ich bin aber bei der Gneise noch ziemlich nah dran. Sven. Das ist ein Befehl! Jawohl, Befehl wird gleich ausgeführt, Moment. Gut, die ist eh hinter der Insel, komme ich eh nicht ran. Oh, schön, nochmal 3-8. Was haben wir denn da? Eine Lyon, komme ich auch nicht dran. Dann warten wir auf die Scharnhorst. Ja, da komme ich jetzt dran, Sven. Ich bin jetzt gleich dran. Scharnhorst in Sicht. Scharnhorst wird angepeilt. Ja, der bleibt wieder hinter der Insel stehen. Salve auf die Scharnhorst abgefeuert. Oh, melde 9900. Ich habe überhaupt kein freies Schussfeld. Gneisenau fährt weg. Meine Nase juckt. Gib Geld. Sagt man. Ja. So, Scharnhorst, betteln wir uns mal, oder? Würde ich sagen. Oh, da ist die Algerie wieder. Ich brauche Hilfe. Voll. Nagato rausgeballert. Los, verdammt.
kommt's raus, Algerie? Nee. Katapultjäger in der Luft. Nee. Katapultjäger zerstört. Kommt's raus? Nein, macht's nicht. Oh, Scharlos, können wir ruhig Breitseite zeigen. Die hat nur die kleinen Geschütze. Jupp. Ja, Torpedotreffer, sehr schön. Oh, nicht schon wieder Insel. Nein! Ja, ich bin ja auch gerade drauf gefahren. Ach Mist, ja, jetzt kassiere ich Torpedos von der. Seid ihr, ich brauche hier keiner da. Ich kämpfe gerade gegen die Scharnhorst hier vorne drin. Ich bin in B drin, ne? Ja, ich kassiere jetzt Torpedos. Ich bin in B drin. Nein, kassiere ich. Oh, ich habe hier drei Schiffe und keiner ist da. Oh, jetzt wird's böse. Ich krieg halt die Scharnhorst nicht raus. Torpedos, achte aus! Ja. Komm nicht mehr weg hier, Willi. Ich bin tot. Weil keiner mit da ist. Den Zerstörer hast du noch da gehabt, aber der kann ja auch nicht. Ja, wie gesagt, ich war neben dir. Ich war auf die Insel auflaufen. Das sind alle Schiffe und jeder ist in einer anderen Zone. Das ist kacke. Das war nicht gut. Guten Abend. Guten Abend. So ist das. Mal wieder gebeacht. Dann gucken wir mal, wo der Willi ist. Dann toppt dich jetzt raus, Willi. Gute Nacht. Ah, schade, meine Tops sind daneben gelaufen. Schade. Egal. Hat ja auch nicht mehr viel gehabt. Aber 85.000. Das mit der Gneisenau kann ich nicht meckern. Also, war gut. Jawohl. Ja, der Zerstörer nimmt. Ja, das verlieren wir. Ja, der eine fährt weg. Ja. So ist das. So, was wollen wir fahren, Willi? Such aus. Ich fahre alles. Ich habe fast alles. Graf Spee. Ich komme. Moment. War das ja gerade das Gefecht? Da. So, Fünfer. Ah, guck mal, das ist doch. Aha. Dit. Wo ist er denn, mein Liebling? Da. The Bayern. So. Mit Otto Giljax. Ach so, hä? Muss ja abdrücken, ne? Oh, jetzt. Ja, kannst. Ja. Du darfst. Ich bin jetzt gerade noch bei Otto reingegangen.
Jetzt brauche ich noch 4 Abzeichen. Dann habe ich ihn auf Rang 4 und damit ist mein erster Kapitän Otto Kiliaks komplett ausgebaut. Oha, komplett auf Legendär 4. Du hast ja eisern durchgezogen. Ja, das ist richtig. Das ist auch den einzigsten Kapitän, den ich von den Deutschen, weiß ich nicht, ich bin ja so, ne? Der Nico will schon wieder die York sehen. Ja, irgendwann graben wir sie mal wieder aus. So. Nein, Ella vom Hof. Yamato mit 3 Mann geht nicht. Nee. Die kann man nur alleine fahren in einem 7er-Gefecht jetzt. Oder zu zweit? Geht es zu zweit? Ich weiß es gar nicht. Ich habe es noch nicht ausprobiert. So. Aber jetzt in der 3er-Divi dürfte es nicht gehen, nee. Wie fahren wir fort? Was machen wir? Weiß nicht. Schlachtschiff muss vor. Ich bin Kreuzer. Ja, pass auf, dann würde ich sagen, einfach mal folgen. Oder Schlachtkreuzer, besser gesagt. Ja, dann folge mir mal. Unauffällig. Ich fahre jetzt mal geradeaus. Nee, Nico, ich glaube, das funktioniert nicht. Ja, aber dieser Modus wurde entfernt. Genau. Der wurde entfernt. Weil viele sich das, mochten den nicht so. Deshalb haben sie den rausgenommen. Dann gab es einen Fehler in dem Matchmaking. Das haben sie aber wieder behoben. Da, Sven, da. Bayern. Der Bomb ist Fritz. Ah, guck mal, die gehen schön drüber. Rums. Komm ich nicht dran. Hoffe mal, ich treffe auch. Oh, vor uns, Nürnberg. An der Bar, mal eine Runde, ja, dann könnte ich vor. Ach, ich habe hier drin so einen Käse. Ja, trifft sowieso nichts. Oh! Na bravo. Ja, jetzt habe ich umgeladen. Mist. Getroffen. Ich muss abbremsen, Sven. Ja. Ich weiß. Der hat sowieso getoppt. Die Tops kommen gleich. Ja. Ein Fressig und sofort Wassereinbruch. Ey, komm. Ich gehe mal auf Zerstörung. Ja. Ich lade mal um auf AE. Jetzt direkt hier vorne an der Seite. Dich auf die Nürnberg, Willi. Ja. Da ist er. Ich habe noch nicht nachgeladen. Mist. Achtung, melde Zielposition. Naja, muss der Secondary ran. Jawohl, Ruder kaputt bei der Gitter. Oh, ich muss anhalten. Ja, du musst schneller fahren. Jetzt drücke ich dich, glaube ich, ein bisschen weg. Sorry, das ist keine Absicht. Alles gut. Angehalten. Mach ihn fertig. Haut ab. Alle Stationen, Feuer auf das Ziel konzentrieren. Problem. Noch einen Schuss kriegen. Nee, da. Da ist weg. Gut. Lade ich wieder um auf AB. Oh, hier ist ja. Ach du großer Gott. Oh, was ist denn hier los? Direkt ja. In zwei ja. Bayern rein. Ja. Wow.
die müssten hinter uns viel schneller nachrücken. Das ist das Problem. Alter, zwei Brände hier jetzt zur Feierabend. Ja, ich fahre auch gerade in meinen Tod. Egal. Ich werde nicht geschossen. Pass auf, ich mach jetzt. Ja, ich bin schon wieder mit zweimal am Brennen, also ich bin jetzt gleich tot. Die beschießen mich hier alle mit HE. Ja, ich weiß, die feuern alle auf dich, die lassen mich komplett links liegen hier. Oh, schön, 5000. Gleich raus, das war's. Kann auch nicht mehr stoppen. Das ist kacke, wenn alle auf dich mit HE nur einprasseln. Das ist das Problem mit HE. Du brennst ja, sofort. Jetzt drei, vier Schiffe, die auf dich gefeuert. Ja, trotzdem, das ist... Lili. Nix. Man muss auch mal... Das ist, wenn drei, vier Schiffe auf dich feuern will, was willst du da machen? Die Bayern nehme ich noch mit. Ja. Gegnerische Schlachtschiff zerstört. So. Und unser Team eiert irgendwo wieder rum und kann wieder gar nichts. Hinter uns, die hätten viel schneller rumpushen müssen. So, New Mexico. Ich will auf dich feuern, aber da kommt das Ziel wieder durcheinander her. So, jetzt habe ich sie drin. Kann ich sie noch droppen? Da kommt jetzt. Rastelt HE, das ist. Du brennst viel zu schnell. Du hast gerade gelöscht, so nach dem Motto. Ja, und da kommen schon wieder 20 Salven, dann brennst viel zu schnell. Wir müssen den. Oder den Lösch. Also, die Löschmannschaft ein bisschen besser machen. Weil kann ja nicht sein. Du drückst den Löschbutton, dann hast du dann. Ist ja eine. Ja, wenn vier Schiffe auf dich feuern mit HE, dann brennst du gleich. Lass mich mal ausreden. Das ist normal. Wenn du gerade den Löschdingens drückst, ja, das ist ja nur eine Sekundenzahl, die runterläuft. So, bei mir war es dann so, ich habe ja gelöscht und da stand 10 Sekunden noch. Der war ja im Löschvorgang. Im Löschvorgang. Ja, und das ist, bist voll durchgebrochen. Da sinkt sie, der Graf Spee. Los, raus, weg. Ah, nee, unser Kollege ist noch drin, ne? Stimmt. Was macht denn die Queen hier? Die fährt einfach Breitseite hier und... Die habe ich jetzt schon seit 2 Minuten beobachtet. Ah, jetzt schießt sie mal. Wow. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Guck, Kollege ist auch tot. Komm. Da können wir raus. So. Jawohl. Jetzt fahre ich die dicken Geschütze. Da fährst du einmal, ne? Dicken Geschütze willst du fahren? Ja gut, dann fahre ich auch mal dicken Geschütze. Sweet home Alabama. Wie sieht's da aus, Willi? Wie viel freie Erfahrung hast du denn? Warte, sag ich dir gleich, was ich jetzt habe im Moment. Ich habe genau 106.000. Wie viel? 406? 106.000. 106, okay. Na, da musst du noch ein bisschen. Wer weiß, wie lange die noch drin ist. Ich denke mal, es wird schon noch. Nee, ich kann nicht abdrücken. Das geht nicht. Das geht nicht. Dreier-Division Yamato geht nicht. Ich drücke die wieder rausnehmen. Ab. Geht nicht. Tut mir leid. Das geht nicht. Ah. Jetzt darfst du. Meine Mama hat gesagt, schenk Pralinen. Man weiß nie, was man kriegt. Sweet Home Alabama.
Ich hab mit Baba Schrimmscooter gefahren. Das klingt schon. Ja, warte mal, welcher Film und das sagt mir was. Forrest? Ja, Forrest Gump. Stimmt. Forrest Gump. Genau. Stimmt. Ja, ich hab mit Baba Schrimm. Ja. Das war Baba, ja. War doch der, der dann nur noch im Rollstuhl saß, oder war das? Nee, das war der, wo er den kennengelernt hat, mit seiner Negerlippe. Ach, der, ja. Wie du vorstehst. Ja. Was mache ich denn jetzt? Ah. So, ich würde mal sagen, wir fahren meine Nase nach. Lass uns mal links fahren, Sven. Ach, brauche ich gar nicht. Ich komme zu euch. Ich steht da ganz da hinten. Jetzt haben wir ein paar Xbox-Spieler drin. Ja? Mhm. Jawohl. Was? Habe noch keine Ziele. Was machen wir? Ja, lass uns rechts fahren, oder wollen wir links fahren? Ich weiß es nicht. Ist mir egal. Ich kann links, mal ein bisschen rechts. Vor. Da ist doch schon was. Jawohl. Oh, eine Atlanta. Attacke! Was ist das? Atlanta. Mach ich doch noch einen Oberpins. Ja, den müssen wir rausnehmen, sofort. Das, oh, jetzt geht die zu. Kein Ziel. Kann man das auch machen? Nee, Nebelwand setzen, braucht Unterstützung. Nee. Ja, kein Ziel. Da hinten haben wir eine John Bar. Hippo! Admiral Hippo! Da ist noch eine Jambar. Und die kommt Breitseite raus, Willi. Ah ne, jetzt dreht sie ein. Jambar? Da. Ich höre schon wieder Zerstörer. Oh, was auf die Hipper einprasselt. Ai. Jawohl, Torpedowerfer kaputt. Jawohl, machst du fertig, Willi. Aber pass auf die Jambar drauf. Ja, ich dreh schon ab gerade. Oh, schöner Treffer. Ah, 1000 nur. Oh, was steht denn hier? Wen kratz ich denn jetzt gleich an? Whoop. Lass uns auf die Jean-Bart gehen, Willi. Jawohl. Oh, die kommen gut. Die sind ein bisschen dichter beieinander. Jawohl, 8000 frontal. 9000. Da zünde ich mich an. Das juckt mich ja nicht, Jean-Bart. Das juckt mich ja nicht. Dürften wir noch ein bisschen mehr streuen, ja. Sag ich doch. Die nächsten sind dann wieder enger zusammen, ne? Barbarian Baron. Schießt auf mich, die Jambat. Ja, steht so gut. Macht keinen Schaden. Versuchen einzuziehen. Jetzt feuert er auf mich. Ja, 3000 habe ich ihn gezogen. 3000. Schönen guten Abend, Heinz Willi. Guten Abend. Jetzt verpisst er sich. Jetzt
hat er Angst bekommen. Es war ihm doch zu mächtig da hinten. Ja, machen wir. Wir müssen ja vorfahren, ne? Wir können jetzt hier nicht die ganze Zeit nur rumeiern. Wir müssen ja mal was machen hier. Der Jambat haut ab, ey. Ich weiß nicht, wo ich noch drankomme. Bismarck. Alles. Ah, die Bismarck ist aber noch weit weg. 23 Kilometer. Können wir noch ein bisschen auf die Jambat noch feuern, aber die ist jetzt gleich bei mir weg. Ich bin nicht mehr Feuerreichweite. Das heißt Feuerreichweite schon, aber Sichtbarkeit ist gleich. Katapultjäger in der Luft. Ja, vielleicht könnte, müsste. Mal gucken. Boah, das sieht so geil aus, wenn die Flieger abgeschossen werden. Oh, Atlanta B neben uns, Willi. Rechts oder links? Rechts. Ah, da, ich sehe es. Ich lade gerade nach. Ich lade jetzt gerade mal HE, weil die Jambat triffst du so nicht, wenn die so gut steht. Dann mit HE feuern. Atlanta. Ja. Die kassiert nur Overpins, aber oh, die steht. Ist die AFK? Die ist AFK, Willi. Welche? Nee, der feuert, Atlanta, feuert, feuert, feuert. Aber warum? Warum stellt man sich so offensichtlich hin? Ich mach mal Overpins bei der. Na, lohnt sich nicht drauf schießen. Ich gehe mal auf die Jambat. Die ist wichtiger, die muss raus. Als Letter ist das Ruder kaputt. Dann ist raus. So, Jean-Bart, du solltest rausgehen. Na gut, schade, ich dachte, ich krieg's. So, ich gehe jetzt in die. Oder? Warte, ich muss gucken. Ne, die anderen sind alle oben, wir müssen drehen jetzt. Ja, müssen hochfahren wir zu Colorado. Ja, ja, ja. Weil die wollen hinten rum zu unserer Basis. Dann eindrehen. Da sind sie nämlich, alle vier. Sind alle vier oben. Noch eine Jean-Bart. Komm, rum das Schiffchen. Was haben wir dann? Also eine Bismarck, die Bismarck ist halb voll. Dann Jambat ist auch angeschlagen. Iowa nicht so. Und die Colorado ist noch voll. Ja, dann los. Wo ist denn der Willi? Eintritt, du wolltest eindrehen. Hopp, hopp. Brauche ja, Unterstützung. Hier, wie schnell ich jetzt eindrehe. Hier, guck dir das an. Wie seicht sie sich durchs Wasser schlängelt. Die Bismarck. Zack. Ja, ich habe bei der, habe ich jetzt, was habe ich gemacht? Ich glaube, ich bin bei der auf, kannst ja eine Seite, kannst ja auswählen. Mache ich nur Overpins bei der Atlanta. Das jetzt haben wir auch nur noch Schlachtschiffe. Da habe ich, glaube ich, das, die Ruderstellzeit habe ich, glaube ich, bei der. Die zwei fahren Cappen, lass die Cappen und wir kümmern uns um die Schlachtschiffe. Ja, noch bin ich zu weit weg. Also, das sind 23 Meter. Da ist die Iowa. Iowa. 14 Kilometer. Melde Zielposition. Oh, die kommen gut. Jawoll. 6.000. Oh, die dreht ein. Oh, Leute, Nachschiff. Ja, ich gehe mal ein bisschen auf halbe Fahrt. Lad nach. Oh, die dreht schön. Halbe ist raus. Ich auch. Oh, was? Ich habe keinen Schaden gemacht. 1.000. Vorsicht, Willi, du kriegst noch vor nicht so weit vor. Ich bleib auf der Iowa. Die Bismarck fährt doch auch schön. Und beide Schiffe. Ich gehe wieder auf die Iowa. Oh, die dreht ab. Kommen Sie zurück. Ich gehe trotzdem mal drauf. Der hat mehr HP.
8000. Ja, die Eowyn schießt auf dich jetzt. Geh mal einmal auf die Bismarck. Da bei der Art, oh, schön. Oh, die hat jetzt schön kassiert, die Iowa. Jawohl. Jawohl, 8000 auf die Bismarck. Ah, die Iowa hat jetzt böse Treffer kassiert. Oh, ich bin gerade am Überwinkeln. Nein! Och, weil es spannend ist! Geschichte, ne? Ja, ja, ja. Ah! Naja, die haben durchgekappt. War schon richtig, dass wir die beschäftigt haben. Ah, schade, da hätte ich mir jetzt 5 Minuten länger gewünscht. Ah. Hm. Ich auch. Ah. War gerade so richtig schön drin und dann. Scheiße. Ist doch kacke. So! Dann können wir noch mal durchwechseln, also wer mitfahren möchte. Genau. Jetzt sind wir jetzt aber gerade zu zweit, Willi, da müssten wir das mal schnell ausnutzen. Ich wollte mal gucken, ob das geht. Lass mich mal Yamato fahren. Yamato. Na, Nils. Oh, da muss ich auch ein Schlachtschiff nehmen, ne? Dann nehme ich mal die... Oh. Nimm doch dein, genau. Drück ab, schneller! Geht nicht. Geht nicht, okay. Also geht das nicht. Auch nicht. Gut, dann war es ein Versuch. Im Verband fahren, ja, ja. Dann kannst du nur einzeln fahren. Dann war es ein Versuch. Dann können wir, was fahren wir dann? Komm, lass uns mal schauen, was die hatten wir heute auch noch nicht. Oh, Scharnos. Namens Nils. Ich höre Schadi, ich hätte sie gern mal gefahren. Schadi. Na gut. Ja, vielleicht irgendwann kommt sie rein. Ja. Wie soll die Aufteilung der Schiffe für euch am besten sein, Sven? Meinst du, Benson, wenn du in der Division fährst? Ja, Schlachtschiff, Kreuzer, Zerstörer. Ja, wäre so beste, die ideale. Ja. Oder zwei Schlachtschiffe, ein Kreuzer. Sofort links. Also wir fahren ja auch Dreier Schlachtschiff DB immer, aber das nennen wir dann immer Fail DB. Also man sollte das in der Division eigentlich schon so ein bisschen immer. Ein bisschen verteilen, dass einer so den Spotter macht und... Achso, bei 9 wird es 9. Also die Hauptaufteilung wäre bei mir. Also ich würde mir wünschen, wenn sagen sie das kriegen, ja, dann jetzt zwei so wie jetzt geht's. Ein, also bis ja zwei oder drei Zerstörer geht eigentlich noch. Also 5 Zerstörer ja. Ist dann doch zu viel für die Schlachtschifffahrer. Genau. Aber so wie jetzt zum also Beispiel so geht's. Ja, ich sag doch, entweder ein oder zwei Zerstörer, dann Kreuzer und Schlachtschiffe. Das ist die optimale Ausbeutung. Oh, ja, Tirpitz. Ach du Gott, du Gott. Ja, ich kriege auch schon von der Feuer. Von deinem habe ich nicht Feuer. Aber probiert's. Vielleicht machen wir ein paar Mückenstiche. Oh ja, Mückenstiche habe ich gemacht. 2,6 habe ich hier gedrückt. Na, ich nicht. 2,600. Oh, die jetzt. Oh, scheiße, ist das ein 7er Gefecht? Iowa. Ja. Oh. Die stehen alle von da. Ach, großer Mann. Alle Stationen, brauche Feuerunterstützung. Da müsste ich eigentlich auf HE laden. Mit meinem Kaliber machst du da nicht viel Schaden. Machst nur Mückenschaden, ah, jetzt eine King George.
Oh, habt ihr. Na doch, 3000. King George kommt mir nicht ran, dann feuere ich nochmal auf die Tirpitz. Ja, dann sagst du das. Weil die sieht schon böse runtergeschossen aus. Die Tirpitz. Der Tirp. Oh, Iowa kommt. Da laden wir mal auf. HE. Hier ist noch eine King George, Sven. Der King. Wie viele Schlachtschiffe pro Seite? Maximal 3 Schlachtschiffe, würde ich sagen. 3 Schlachtschiffe, 3... 3 Schlachtschiffe stört mich jetzt nicht so. Nein, die Aufteilung. Wie ungefähr. 3 Schlachtschiffe, dann 3 Kreuzer vielleicht. Aber es lässt sich immer nicht so machen. Weil die meisten, glaube die meisten Spieler hier im Spiel spielen Schlachtschiffe und Zerstörer. Also Leute, fahrt mehr Kreuzer. Oh, Iowa. Alter, was mache ich denn hier? Oh, habe ich aber auch gekriegt. Laufen hier, die ey. Aus, die Torpedos. Ich möchte gerne auf die Iowa. Komm. Oh, wie lang laufen denn die? Jawohl, Iowa brennt. Torpedos läuft aus. Was gibt's? So werden die abgeschossen. Ah, sag ich. Ey, ich bin schon tot. Ich weiß gar nicht. Ich sehe kein Schiff. Ja, die Aoba hat mich da so dermaßen. Das ist ja nicht normal. Ich bin jetzt gleich tot, Sven. Ich habe nur noch 6000. Hab hier jetzt schon ordentlich jetzt. Ah, da kommt Torpedo. Ich habe hier wirklich zu viel gefressen. Junge, Junge, Junge. Zieht er auf die Erober. Sehr schön. George fährt wieder weg. Ja. Trifft mich aber nochmal und setzt mich nochmal in Brand. Alles klar. Na, kommt der Erober nochmal zurück. Der Pitz kommt da wieder raus. So. Ja, die King George hat mich rausgeballert. Torpedos auf Steuerbord. Ja. Da musst du den Sven fragen, weil ich bin kein Zerstörerfahrer. Also von Zerstören lasse ich die Finger. Ich habe eine, das ist die G1. Ich fahre, aber sonst fahre ich. Was möchte er denn wissen? Welcher Zerstörer besser ist zu empfehlen? Die Z23 oder die Kagero? Ich habe beide noch nicht. die Japaner haben halt ihre Long-Range-Torpedos, ne? Wenn da... Aber ich denke mal, dass die Z23 auch nicht schlecht ist. So, jetzt pusht mal vor, ja, ihr seht. Ist mal nicht hier. Jawohl. Macht mal euren Job. Oh, die jetzt kassiert die Tirpitz. Jawohl.
nicht getroffen. So, Tirpitz, komm raus, komm, streck dein Näschen raus. Ach, King George lebt da noch. King George sah gleich raus. Wo könnte ein Sieg werden? Vielen Dank. Drängen Sie sich an, Herr Kapitän. Jawohl. Geh jetzt auf Zerstörerjagd. Jetzt fährt sie wieder hinter die... Eistee, der ist gut im World of Tanks Legends. Der ist gut. Du meinst World of Warships Legends. Irgendwelche Tipps für einen Neuling? Ja. Für Neulinge? Ja. Ja, empfängerfreundliche Linie. Zum Beispiel genau. Amerikaner. Kann ich nur empfehlen. Genau, Schlachtschiffe sind zwar ein bisschen langsam, aber... Genau, Amerikaner empfehlen wir dir. Dann, ja. Wenn du Geld ausgeben willst, kauf dir nicht sofort ein Premium-Schiff. Ich würde auch nicht unbedingt mit Zerstörern anfangen, als Anfänger. Genau. Also entweder Kreuzer oder... Kreuzer oder Schlachtschiff, genau. Oder Schlachtschiff, ja, gut, du kannst natürlich auch mit Zerstörer anfangen. Ne? Du hast ja, glaube ich, einer Linie, ich glaube, in jeweils einer Linie ist immer ein Zerstörer frei, glaube ich. Freigespielt oder musste freispielen. Kannst du aussuchen. Nimm die Amerikaner, dann nimmst du dir einen Zerstörer, einen Kreuzer und ein Schlachtschiff. So, dann kauf dir nicht sofort ein Premium-Schiff. Wenn du Geld ausgeben willst, kauf dir erstmal Premium-Spielzeit, um zu gucken, wie das überhaupt ist. Genau. Ja, ob das Spiel überhaupt liegt. Kann ja sein, dass du dann sagst, oh nee, Steuerung komme ich nicht zurecht, dies komme ich nicht zurecht. Ne? Wie gesagt, anfängerfreundliche Linie sind die Amerikaner, Zerstörer, Kreuzer, Schlachtschiff, kauft ihr. Wie gesagt, ich würde nicht davon unbedingt mit Zerstörung anfangen. Ja, aber wenn er doch dann das Gefühl für einen Zerstörer hat. Ja. Ne? So. Wenn dann ihm Zerstörer besser liegen, kann er dann auf Zerstörer gehen. Liegen dir die Kreuzer besser, gehst du erst auf Kreuzer. Und wenn die Schlachtschiffe liegen, dann gehst du auf Schlachtschiff. So habe ich das dann also mit Sven gemacht. Weil ich bin, ehrlich gesagt, kein Zerstörerfahrer. Ich habe dann nicht die Zerstörerreihe angefangen. Ich habe dann erst die Kreuze angefangen. Bin aber dann schnell abgedriftet. Ich glaube, das war Stufe 2 oder 3 war das sogar. Hab dann gleichzeitig neben der Kreuzerlinie sofort meine Schlachtschifflinie angefangen. Und der Sven hat erstmal bis zu Pensacola, glaube ich. Ich hab's immer so abwechselnd, haben wir das gemacht. So. Und wie gesagt, das Spiel musste liegen. Wenn du sagst, okay, du spielst eine Woche, zwei, es liegt dir, du hast Bock, dann kannst du Premium-Spielzeit holen. Damit fährst du mehr Credits ein und mehr freie Erfahrung generierst du dann mit dem Premium-Konto. Und wenn du dann sagst, okay, nach einem Monat oder zwei, boah, jetzt hätte ich ja mal Bock auf so ein Premium-Schiff, dann guckst du in den Shop. Dann kannst du dir da eins von dem Premium-Schiff verkaufen. Oh, Tirp, jetzt habe ich dir deinen Torpedowerfer kaputt gefahren. Kaputt gemacht. Das schaffst du nicht mehr. Mich kriegst du nicht mehr. Ja, die Kit hilft dir gerade noch, sehe ich gerade. Die. Ich lenk rein. Ja, einkassiere ich. Egal. So, Tirp, jetzt brennt und kann nicht mehr löschen. Sehr schön.
Ja, ja, Eistee, da, mit der wirst du viel Freude haben, mit der King George, die formen wir auch gerne. Ja. Ja, aber wenn du die 750k zusammen hast, würde ich dir eher zuerst auf die Alabama raten. Eistee. Weiß, Tirpitz, deutsches Schiff will jeder haben, aber wenn ich dir einen Rat geben kann, hol dir die Alabama, wenn du die mal zusammen hast, die 750k. So, ja, Milchreis, du kannst, wir hätten ein Plätzchen frei, also wer mitfahren möchte, einfach reinspringen. Genau, reinhüpfen und Schiff auswählen und dann geht's ab. Das muss ich mal gucken, wie ich die Jumpbad überhaupt, ich habe die einfach mal jetzt fertig gemacht. Jetzt muss ich doch mal nochmal gucken, ey. Hat der da einen Fehler gemacht mit? Nö. Man kann ja meine Bismarck und eine Tirpitz-Runde machen, du Lieben. Ja. Genau, ich bin bei den meisten Schiffen auf Steuergetriebe gegangen. Da drehst du viel schneller rum, weißt du? Hast du Ruderstellzeit minus 20%. Bei manchen Schlachtschiffen habe ich das drin, nur mal testweise. Um zu schauen, wie sieht's aus. So. Ja, Milchreis, dann komm rein. Kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Genau. Oder bist du nicht bei uns in der Community? Müssen wir mal eben fragen, ob er drin ist. Ansonsten tue ich das gleich nochmal eben schnell reinschreiben. Tirpitz Bismarck, willst du mal fahren? Okay. Mhm. Ach so, okay. Der Milchreis möchte den Bismarck fahren, ne? Dann fahre ich den Bismarck. Ja, Eistee. Kannst du ja nochmal reinschreiben. Ja, also wir haben auf der PS4 eine Community. Und da könnt ihr, über die Community könnt ihr mit uns mitfahren. Tirpitz, Bismarck, Bismarck. Sowas ist zum Beispiel jetzt eine Fail Division. Aber fahren wir ja trotzdem öfters. Was denn? Achso, zwei Bismarck? Naja. Warte, dann mach es anders. Warte doch mal. Guck mal hier. Da kommt doch jetzt wieder gleich. Hipper. Genau. So, lass mich eben schnell reinschreiben. Wir haben auch auf Facebook eine Gruppe, das genau. Sind dann für Xbox-Spieler auch mit dabei. Ne? Also wenn Xbox-Spieler zugucken und fragen sich, ja, gibt es denn irgendwie eine Gruppe? Klar, wir haben auch auf Facebook eine Gruppe, da es ja auf der PS4 leider nicht geht. Kann ich auch mal eben reinschreiben. So. Die Facebook-Gruppe Eistee, ist einfach die Community suchen. Da den Namen, den der Willi da, World of Warships Legends und ganz wichtig, das Deutschland in eckigen Klammern. Und dann schickst du einfach eine Anfrage hier auf der PS4. Und dann nehmen wir die auch schnell an. Und in der Division werden dir dann, in der Division, in der Community werden dir dann die aktuellen Sitzungen angezeigt. Also wer gerade in der Division fährt und wenn da ein Platz frei ist, dann kannst genau, du da mit reinspringen. Auf die Communities, du gehst auf die Communities, dann kannst du auf Suchen drücken und dann gibst du einfach den Namen ein, den ich jetzt da eingegeben habe, den gibst du so ein, wie er da steht. Genau. Mit den eckigen Klammern und dann wirst du sie finden. Wir sind, glaube ich, schon über 500 Mitglieder. Weit über. Und ja, dann einfach eine Anfrage schicken. Wir nehmen die sofort an und dann bist du drin. Genau. Vielleicht hast du auch Glück, vielleicht findest du da auch Gleichgesinnte, die dann mit dir zocken wollen oder so. Kannst du da auch Party aufmachen und. Also. Ich hoffe, ich habe es jetzt dir nicht zu schnell erklärt. Also du gehst auf Communities auf der PS4, gehst auf Suche, klickst da rein, gibst dann den vollständigen Namen ein, der jetzt hier steht. Also nicht die PS4-Community, sondern World of Warships Legends. Dann die Klammern, Deutschland. Und dann gehst du auf Suchen und dann wird dir das angezeigt. Und wir sind, kann ich dir auch sagen, eben, was wir aktuell an Mitgliedern haben. Wir haben jetzt 515 Mitglieder. Fahr vorne an der Ecke. Was, du fährst vorne an der Ecke? Mhm.
bin noch gar nicht drin, ich bin jetzt gerade mal am gucken. So, jetzt. Oh, zwei Brüder. Oh, böses Siebenreihe-Fecht. Oh. Okay, ich werde mich jetzt hier vorne auch an der Ecke machen, weil mit den. Oder ich fahre. Nee, das ist mir zu weit weg, glaube ich. Ja. Nee, ich wollte erst rechts hoch, weißt du, wenn die Zerstörer uns überrunden wollen. Dass ich hochfahre dann, aber. Ich bleibe jetzt erstmal so stehen und ich kann ja in der Richtung so ein bisschen mitgehen. Bleib mal hier, ja, vielleicht der ewig Durstige, auch ein geiler Name. Der ewig Durstige. Bitte, bitte, Mario. Ah, ja, ich bin schon offen. What? Boah, was kommt da schon an die Flo? Boah. Oh, Alter. Tierpitz. Baltimore. Oh. Jetzt muss ich mich aber in Bewegung setzen. Ach du großer Gott. Oh, Baltimore schon getroffen, böse. Okay, vergiss das mit der Ecke vorne da. Die Baltimore jetzt gefressen. Ah, Mann. So, die fahren aber da vorne auch noch schön Breitseite. Oh, hier kommen drei Schlachtschiffe, Willi. Geh in Deckung. Ja, ich dreh schon weg. Ich dreh schon weg und geh erstmal in Deckung rein. Oh, ich krieg eine Salve ab. Ui. Was feuerst du? Gleich muss ich mich ein bisschen orientieren dann. Tirpitz. Tirpitz? Oh, da kommt Torps. Ganzer Teppich. Ui. Ja, ein kassiere ich. Er kommt wieder durcheinander mit dem Zielen. Oh, die Vanguard pusht aber raus. Ja, er kommt wieder durcheinander mit Zielen. Ja. Das müssten sie vielleicht auch irgendwie verbessern oder so. Alter, ist das uns alles daneben gegangen. Jetzt echt? Das ist nicht gut. Ich habe nur noch einen Turm vorne für eine Minute. Steht die? Ne, die fährt. War total langsam. Ach schön, Bismarck trifft mal wieder nichts. Auf die Tierpitz drauf. Oh, ich treffe nichts. Doch, 3-8. Oh, hier kommt schon wieder Torps, Willi. Ach du großer Gott, ja, guck dir hoch. Oh, wo ist der? Da muss irgendwo ein Zerstörer hier sein. Ja, ihr müsst dann mir ich wirklich. Ich fress drei Stück, ich bin raus. Ich fress drei Stück. Das war's. Alter, es kümmert sich wieder keiner um den Zerstörer. Doch, ich mach das jetzt. Ich wusste es nicht. Jetzt gehe ich aber rüber. Ihr müsst mir nur die Schlachtschiffe vom Hals halten, also dass die nicht auf mich feuern. Ich jetzt kassiert. Alter Schwede. Problem gelöst. Ah, das wird eine schnelle Bismarck-Runde. Torpedos und weg. Hallo, schieß, Schiff. Ich kann keinen Sonar zünden, Sven. Geht nicht. Funktioniert bei mir nicht. Es kann sein, dass der Stream gleich auf. Oh, ich habe einen Disconnect hier. Ich kann nicht mehr schießen. Kann sein, dass der Stream gleich abkackt. Ich kann auch nicht mehr schießen. Echt? Ja, ich kann nicht mal was anwählen. Hä? Was ist denn jetzt? Ich glaube, wir fliegen gleich vom Server. Also Leute, wenn jetzt gleich Abbruch ist, ja, dann starte ich danach nochmal neu. Weil ich kann hier gerade nichts mehr machen. Ich kann nicht mehr lenken. Ich auch nicht. Ich kann nicht lenken, ich kann gar nichts. Was ist denn jetzt? Na gut, dann liegt es aber nicht an uns. Am Internet. Ja, ich bin hier aus dem Server geflogen. Ja.
Und dann liegt's nicht an uns, dann liegt's an World of Warships. What? Ja. Und jetzt? Verbindung zum Server wurde unterbrochen. Jo, dann sind wir rausgeflogen. Ja. Ich dachte, das war wieder mein Internet. Namen Daniel. Na, Bünd. Dann noch mal gucken, ob wir reinkommen. Ansonsten hat World of Warships gut, jetzt ein Problem. Dann läuft wenigstens der Stream weiter. Ist ja immer so eine Sache bei PS4. Ja, der Nico ist auch rausgeflogen. Ja, das war jetzt. Ich konnte nicht mehr schießen jetzt. Ich auch nicht. Ich habe die ganze Zeit, ich wollte hinter den Zerstörer her. Ich drück die ganze Zeit auf so nah. Ich sage, hä? Funktioniert nicht. Nee, ich komme nicht rein. Also der lädt noch die ganze Zeit. Lädt sich tot. Ob ich Tschechisch spreche? Nee, leider nicht. Ein paar Brocken Russisch, ja, aber what los hier? Wir kommen nicht mehr auf den Server. Wir wurden gekickt, Willi! Eistee, du gehst, ja, der Server ist fehlgeschlagen. Also ich erkläre jetzt mal eben den Eistee eben, wie man reinjoint. Also, du gehst... Server überlastet, hä? Ja, bei mir stand jetzt nicht drauf. Du gehst, lass mich mal eben gucken, genau. Du gehst, wenn du mit deiner PS4 online bist, gehst du auf Communities... Auf den Button Communities drückst du X, gehst drauf, ganz klar. So. Dann gehst du auf Suchen oben, den ersten Reiter auf Suchen. Ja. Dann gibst du dann die Community ein. World of Warships Legends. Ja, in Klammern. Dann das Deutschland dahinter und dann drückst du auf Suchen. Und schon ist fertig. Nee, eigentlich soll's morgen nichts. Nicht, dass ich wüsste. Aber ich bin wieder drin, Willi. Ja, ich habe jetzt gerade den Eistee, dass er nochmal vernünftig erklärt. Mhm. Ich hoffe, ich konnte dir das jetzt damit richtig erklären. Also, nochmal für Leute, die es vielleicht nicht wissen. Ihr geht auf den Button Communities, drückt drauf, geht oben auf Suchen. Ja, gibt dann den Namen unserer Community ein. Ja, World of Warships Legends. Deutschland. Die Ecke, also ne, World of Warships Legends, dann die eckigen Klammern auf eurer Tastatur. Ne, müsst ihr dann eingeben, diese eckigen Klammern, das seht ihr ja auch. Dann Deutschland ausschreiben, die eckige Klammer zumachen und dann auf Suchen drücken. Schon findet ihr die. Wir haben insgesamt 515 Leute in der Community drin. Genau. Daniel, das ist die Bismarck. Aktuell, aber wir hatten gerade ein kleines Serverproblem. So, ich gucke jetzt auch mal eben noch mal rein. Und ich habe schon böse. Oh, die kommt zurück, Willi. Ah, du bist ja auch noch draußen, oder? Ich weiß nicht, wenn du drinnen bist schon. Also, ich bin auch schön, da geht auf die Bismarck. Ich bin drinnen. Der Zerstörer ist neben mir. Guck mal eben, wo ich bin, Sven, ob ich noch fahre. Er lädt jetzt. Ja, guck, da hat's der Eistee, glaube ich, geschafft. Da ist er schon. Ja, genau, Eistee. Die Asashio, die müssen alle vom Server. Die Asashio ist gerade AFK noch. Die haben wahrscheinlich alle gerade einen Server-Lag. Oder sind vom Server. Ja, schön. Ja, tut mir jetzt leid, ich habe ihn jetzt rausgeballert. Das war meine Secondary. Ich habe den jetzt rausgeballert, die Secondary. Ich überlebe aber nicht mehr lange jetzt. Weil die Tirpitz und die Bismarck pushen hier rein. Hier kommt schon wieder Zerstörung. Ja. Das war Kagiro, die dort mich jetzt raus. Die dort mich jetzt raus. Torpedos auf Backbord. Oh, die hat aber schlecht gedockt. Hier neben. Ich sehe es gerade, Sven, die Tierpitz, die ist der Kreuzer.
Was denn wo? Wie? Was? Wo? Hier im Nebel, in unserem Zoo, da ist ein Zerstörer, feindlicher Zerstörer. Lebst du noch? Weil ich krieg das, sehe das nicht mehr angezeigt. Ich lebe noch, ja, ich fahre jetzt gerade rein. Da ist ein Torfüto. Da ist er. Streuung des Todes. Problem gelöst. Torpedowerfer kaputt. Ja, die gehen auf mich. Ich bin tot. Und warum dauert das so lange, den Zerstörer rauszunehmen? Stehe ich. Weil er nicht offen war. Wunderbar, wunderbar. Ich kann nichts dafür. Ich bin noch zu weit weg für den Zerstörer. Sven. Oh, ich fange die anderen an noch ab. Ja, die Doppels werden sie wohl rauskriegen jetzt. Lebst du überhaupt noch? Ich bin tot. Hat sich doch keiner um den Zerstörer gekümmert. Da steht immer noch in der Zone. Ja, ich, wie gesagt, ich fahre drauf. Dauert noch ein bisschen. Wo bist denn du? Ich sehe das, ja, ich sehe das nicht mehr. Ich krieg das nicht mehr angezeigt. Was hat denn da wieder? Da? Nee. Nee. Wo bist denn du? Ich bin jetzt in der Zone. Platt, Willi, räche mich. Mach ich. Schöner Treffer. Torpedo muss jetzt noch eine Salbe mit den hinteren Türmchen. Ja, die brauchen zu lange hier. Komm, jetzt geht er raus. Jawohl. So. Oh, Scheiße. Na, die werden jetzt da oben zusammengeschossen. Die beiden Schlachtschiffer. Mal schauen, Bart ist noch ziemlich voll. Bismarck. Oh, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Was hat er denn da bei sich? Mal schauen. Ja, ich versuche jetzt mal durch die Mitte zu kommen, Sven. Durch die Mitte, schnell! Ja, habe ich aber nicht geskillt, Eis-T. Also du kannst hier nochmal extra skillen. Und da habe ich auch einen falschen Kapitän. Der Willi hat da, müsste ich... Ich fahre ja mit dem Hipper. Was der Willi hat, auf deinen deutschen Schlachtschiffen. Ja, wem wohl? Das ist haben wir schon 22 Uhr? Haben wir noch nicht. Otto Kiliax. Mhm. Darf's noch nicht sagen. Aber bei denen kannst du, glaube ich, nochmal die Secondary Extra Skill. Ja, kannst du auch, das stimmt. Ich habe den komplett auf Nahkampf geskillt, den Otto Kiliax. Weil das naja, für mich Daniel ist nicht wirklich. er hat einmal Otto Kiliax ist ein Nahkampfexperte. Also 32.000 für einen 7er ist ein bisschen zu wenig. Aber ich habe da am Anfang Torpedos gefressen, da kannst du nichts machen. Von der Asashio. Oder Asashio, wie sie heißt. Er schießt mit HE. Ah, wir führen knapp nach Punkten.
Jetzt, jawohl, jetzt haben wir gewonnen. Das war's. Aber es wird immerhin ein Sieg. Da musst du mich wahrscheinlich nochmal in eine Division einladen, mein Lieber. Es kann sein. Ja, machen wir. Kann sein, dass man jetzt. Ich sehe es nicht mehr. Ach, geil! Sven, hier. Mit der Hipper. 72.000! Ui. Torpedo-Treffer, jawohl! Ach nee, sind wir noch, oder? Nee, oder müsstest du mal wieder reinspringen, Willi? Ich hab jetzt die Division. Okay, ich bin alleine. Ja, du müsstest mich einladen. Ach so. Ich kann ja so nicht reinspringen. Warte. Das war ein böser Disconnect gerade eben. Mhm. Plupp. Wo ist er denn, der Willi? Da ist er. Der Daniel Unditsch, ist das, der versteht dich nicht. Was? Ja, er ist tschechisch. Kommt aus der Tschechoslowakei wahrscheinlich. Ja, oh, schade. Hast du Einladung geschickt oder was? Was ist da los? Woll. Muss das sein? Er schnell kommt aus präzis. Der Tschechei. Ja, der wird das wahrscheinlich dann mit einem Google-Übersetzer übersetzt haben. Aber trotzdem danke, Daniel. Wenn einer von euch, also von den 40 Leuten, den Daniel Onditsch das mal bitte auf Tschechisch schreiben könnte. Ja, du kannst aber als Übersetzer. Ja, du kannst bei den Videos die Sprache ändern. Das meinte ich. Das soll einer bei ihm erklären. Dass man bei den Videos, die man guckt, du kannst ja Englisch, Russisch, das wird ja so übersetzt. Mit Untertitel, weißt du? Dass das vielleicht einer von euch mal ihn auf Tschechisch übersetzt, dass man die Videos in der Landessprache umstellen kann. Vielleicht versteht er das und kann dann das Video auf seinen, ja, auf seine Landessprache dann gucken, mit Untertitel oder irgendwie so. Geht ja eigentlich, ist ja bei YouTube immer so drin gewesen. Du kannst ja auf Englisch stellen, du kannst ja auf Deutsch, Japanisch, keine Ahnung, was? Iowa? Hippa? Was habe ich denn noch an 7er? Ich habe ja nichts mehr mit 7er. Ich schon gerade gefahren. Doch, ich habe noch eine. Ich habe noch eine. Baltimore, natürlich. Genau. Lee. Sicher. Sicher das. Und das runterzählen. Okay, ich drücke ab. Also. Mal gucken, so. Wie lange muss der Lektor streamen? Ja, wir warten noch auf Willi. Ja, Sekunde. So. Jetzt bin ich drin. Jawohl. Und 3, 2, 1, los geht's. Meinst du, das liegt denn an uns? Glaube ich nicht, oder, Daniel? Warte mal, vielleicht kann ich das übersetzen. Tschechisch hast du gesagt, ja? Mhm. Bosnisch, Chinesisch, Dänisch, Englisch, Tschechien. Gibt es das überhaupt hier in Übersetzer? Tschechisch, ja, ist mit drin. Mit CH wird das geschrieben, ne? Alter, ey, wie viele Sprachen es gibt hier. Boah, da ist alles drin, Mandarin, alles. So, oh, in der Mitte wollte ich nicht. Ich fahre mal mit. Ich fahre mal mit zu C rüber. Erstmal von der Mitte weg. Komm, Hepper, komm. Komm. Ich hoffe, es ist richtig geschrieben. Ich hoffe, er versteht das. So, ich habe es mal in den Übersetzer geknallt. So, dann gehen wir mal, machen wir es mal so. Machen wir mal Ed. Wie heißt er denn? Daniel oder was? Mhm. Daniel. Daniel Unditsch. Oh, Nagato. Kann ich schon folgen. Daniel Unditsch. Ich hoffe, es funktioniert. Ich habe dir jetzt mal übersetzt. So. Was? Kein Schaden gemacht. Willst du mich rollen? Gut. Ich hoffe, du kannst das lesen. Ich
hat das jetzt in den Übersetzer geknallt. So. Oh, da ist schon was offen. Ja, ich muss abdrehen, wenn ich von denen kassiere. 620. Hippa, was ist los? Los, weg hier, ey. Mutsu ist das, ja. Ey. Boah. Ah, die haben beide böse. Böses Kaliber. Ich habe mit der Baltimore aber keine Flieger. Ja, ich habe sie getroffen. Jetzt ist sie zu. Jetzt sehe ich nichts mehr hier. Ich brauche Unterstützung, bitte. Negativ. Ich brauche Unterstützung. Da ist er wieder. Der Mutsu. Wieso ist denn... Ist der Mutsu nicht... Hä? Jetzt muss ich erst mal gucken hier. Wo bist denn du überhaupt, Sven? Warum ist denn der? Mir? Du warst ja an der Vision. Ich wollte gerade sagen, was macht ein 5er-Schiff hier im 7er-Effekt? Ich wollte es gerade sagen. Das geht doch gar nicht. Weil der an der das Division fährt. Nicht. In welcher Division fährt denn der? Nagato, Mutsu, ja. Doch, geht doch, oder was? Der wurde mit hochgezogen. Normal geht das aber nicht. Übel, wenn du in der Division fährst, der ist ja jetzt im 7er-Effekt mit drin. Der arme 5er! Ja. Wird massakriert. Ach guck mal, er hat sogar tschechische Untertitel. Siehst du, guck, dann ist doch alles super. Na, vielleicht schauen wir mal an. Hast du gehört? Ja, ich habe es mitbekommen. Ja, schön, dass wir auch einen Zuschauer aus der Tschechei haben. Ja. Können wir ja an der Stelle auch mal grüßen, alle Zuschauer Tschechei, Österreich, Schweiz. Wie hat das der Thomas Kotschalk immer so schön gemacht, ja? Alle angeschlossenen Funkhäuser grüßen wir. Ja, genau. Nagato, Sven, bist du dran mit der? Ich schieß gerade auf die. Ja, ich möchte gerade die Mutsu noch ein bisschen vergewaltigen. Ja, jawohl, sehr schön. Mutsu vergewaltigt mich gerade. Ich. Warum? Ich bin Sven, ich doch nicht. Ich wollte gerade sagen. Nicht. Vorsicht, da ist noch ein Zerstörer dahinter. Ja, ja, ich fahr auch nicht, noch nicht rein. Noch nicht. Er hat jetzt abgebremst, die Mutsu. Da ist er. Ach, wie du das machst. Mutsu brennt. Au, au. Warum? Jawoll. Oh, hier ist eine Bismarck, wenn da brauche ich deine Hilfe. Ja. Ich gehe mal auf HE. Ich will da aber nicht reinfahren, wenn die Bismarck, oh, die fährt da hoch, oder? Eistee, das weiß ich leider gar nicht mit diesem Wochenendsprint, ob das mit der Yamato funktioniert. Das weiß ich nicht.
Also ich habe jetzt ohne Yamato es locker geschafft. Habe es, glaube ich, auch abgeschlossen. Diesen Wochenendsprint. Da musst du, glaube ich, nur Schaden, glaube ich, machen oder so. Keine Ahnung. Ich habe da auch gar nicht drauf geachtet jetzt. So wirklich. Au. Oh, das war die Bismarck, ne? Ah, ich muss er abdrehen. Das wird nix. Ja, komm, ja, wir müssen sie so, wir müssen die Schlachtschiffe erstmal vorlassen. Da war ich sie kurz offen. Ich vorpushen. Geh dann eher auf Fletcherjagd. Da ist er. Ja, ich komme dran, ne? Aber solltest du mal wagen? Komm, du schießt auch drauf, dann mache ich das auch mal. Dreht ein jetzt. Ich hätte aber gern die Fletcher. Ja, dann los. Oh, ich habe die Bismarck angezündet. Zünde. Toll. Du legst dich mit dem Falschen an, Bismarck. Ich bin ein Feuerteufel. Soll ich so nah starten? Oder Radar? Da ist er. Boah, scheiße, die ist hinter uns. Hm, ich dreh schon ein. Bin gleich da, meine Türme drehen noch, Willi. Alles raus. Bismarck kommt. Oh, du zeigst böse Breitseite. Bismarck schießt aber nicht auf mich. Nee, auf mich. Ich feier auch weg. Mich raus hier schosse. Das schafft man nicht mehr. Ja, genau, Batman. Ich zündel gerne. Und das klappt jetzt auch wieder. Ich habe da mal ein bisschen an den Granaten rumgeschraubt. Ne, an der Stellschraube so ein bisschen. Kannst ja auch den Einschlagwinkel und so weiter kann man einstellen. Und da habe ich da mal dran geschraubt und dann klappt das. So muss das. Oh, da ist ein Zerstörer hinter der Insel. Ah, das schaffen wir nicht mehr. Da sind nee, ne? Zu viele Schlachtschiffe am Start. Da ist der Bismarck. Verkriecht sich da hinter der Insel. Wenn wir die mal jagen mit unseren Torps. Die fährt da raus, okay. Oder wo fährt sie hin? Könntest du mal gucken, wo die hinfährt, Willi? Welche? Bismarck hier hinter der Insel bei mir. Bismarck, da. Ich muss erstmal auf dich drauf, warte. Und dann gerne. Ja, du kannst doch so. Dingsansicht, Willi. Ja, die ist weg jetzt. Ja, ja, ich hab's gemacht, die ist weg. Ja, wo die sie fährt aber fährt. Oben am. Die fährt geradeaus weiter oben am Rand. Also am Spielfeldrand hier oben. Mhm. Am Ende. Fährt jetzt dir weg. Schade. Ja, wenn du jetzt rumkommst, siehst du gleich, dass er wegfährt.
springt sie tot. Nee, das wird nicht, sie fährt weg. Wenn sie jetzt zu dir fahren würde, okay, dann würde ich es ja verstehen, aber das ist, nee. Das ist leider nicht. Schade, schade. Der Chuck Norris will unbedingt unseren Wehrpass sehen. Wie gut, dass ich dir noch nichts gezeigt habe. Immer so, ich will mich jetzt nicht rauslegen oder sowas, aber bin da jetzt kein Profi drin oder sowas, der da, was weiß ich, 500.000 Schiffe versenkt hat und sonst irgendwas. Aber ich sag mal so, das kann sich sehen lassen. Da wir ja auch nicht ständig World of Warships spielen, wir sind ja so, das heißt, Gelegenheitsspieler sind wir jetzt nicht, aber ne? Ja, du kriegst von drüben jetzt Feuer, sehe ich gerade von drüben. Ich schau mal eben. Wer da auf dich ballert. Ja, ich kann sie nicht droppen. Ich kann sie nicht droppen, die fährt weg. Ja, also, wer so ein bisschen von Film Ahnung hat, der müsste eigentlich dieses Zündel, müsste das eigentlich kennen. Ne? Also, ich sag nur mal so, das Wort Zündel habe ich von einem Schauspieler. Der Schauspieler, der hat meines Erachtens guten Film gemacht. Also der zweite Teil war jetzt nicht so toll. Der erste war richtig toll. Wenn ich euch das jetzt sage, dann so, ja, stimmt, jetzt weiß ich woher. Also, meine Aufgabe für euch, wer das Zündel, ja, weiß, der soll einfach mal den Film in den Chat schreiben. Das wäre mal interessant. Aber jetzt auch nichts. Ehrlich nicht? Nee. Ja, wir machen noch ein Gefecht und mal gucken, wer es weiß. Genau, Chuck Norris, so sieht's aus. Wie gesagt, also ich kann ja mal so sagen, was ich jetzt in meinem Werbass habe. Also mich interessiert das eigentlich auch nicht. Wir spielen das Spiel aus Spaß und nicht um, ne? Ja. Ich habe eine, was soll ich sagen? Ich sag's so ungern, ich habe eine 53er Siegesrate. So, das war es eigentlich schon. Und habe im Moment 2073 Gefechte gemacht. Mein Lieblingsschiff, also mein meistgespieltes Lieblingsschiff, steht hier in der Mitte, ist die Scharnhorst. So. Mehr ist das nicht. Also wie gesagt, 2073 Gefechte insgesamt und eine 53er Siegesrate. Punkt. So. So. Jetzt habe ich mein Dings verraten. Dünkirk. Ja, genau. Der Christian Wölke hat den Film schon erkannt. Er weiß, woher das kommt. Das Zündel. Genau. Kenne ich aber auch. Von dem Film Voll normal mit Tom Gerhardt. Daher habe ich das. Hausmeister Krause. Der Christian war der Erste, der sofort reingeschrieben hat. Schön. Finde ich gut. So, was fahren wir? Fünfer. Dann fahre ich doch mal wieder. Fünfer. Was haben wir noch nicht gefahren? Ah, hier, die müssen wir noch machen. Die muss ich noch machen. Jawohl. Der Bayern. Oh, da hat jemand die Egel. Die Egel, wie auch immer. Ja, die Eigle, glaube ich. Egle, ja. Achso, ich bin ja. 3, 2, 1 und los. Ja, aber Chuck Norris, du hast ja oben schon gesagt, dass Statistiken sind nicht so wichtig, finde ich nämlich auch. Hauptsache, man hat Spaß am Spielen. Genau, das ist das Wichtigste. Das kennt man ja auch noch als alten World of Tanks Zeiten, ja, Willi? Ja, gab's genau. Ja, und, so, die waren sind so erpicht also, auf ihrer WN8. Genau. Also wenn es mal bei uns so sein sollte, wir machen einen Clan auf, weil die Pläne liegen schon hier schwarz auf weiß, ne, Blaupause, liegen schon alle so ein bisschen bereit. Aber wenn es das geben sollte, dann achten wir da auch nicht auf Winrate, auf diese Gefechte. Ne? Wir wollen dann wirklich nur Leute in den Clan reinholen. Genau, just for fun, so, weißt du. Dann ist das auch in Ordnung.
Also auf Winrate und sowas, da gehen wir gar nicht. Also. Es gibt nämlich auch vernünftige, sag ich mal so, Profispieler. Ne? Das ist genau wie beim Fußball. Es gibt schlechte Tage und es sind gute Tage. Ne? Genau. So ist dann eben bei uns dann auch. Wir hatten ja auch einen Serverabbruch. Ja, das war bei uns auch, ja. Fahren wir auf 10 Jahre, ne? Dann sag ich mal unserem Kollegen Bescheid. Beim Donner. Oh. Bayern. Diesen Bereich erobern. Teufelskerl. Kamerad, ich brauche Ihre Unterstützung. Gut, er weiß Bescheid, unser Kollege. Ich bin offen. Du bist schon. Du bist aber hier, oder nicht? Ah, da ist schon ein Schiff da oben, da ist schon ein Schiff. Durch den Nürnberg, ja. Und da feuert noch was anderes, eine Bayern. Ich komme mal zu euch rüber, zu C. Ach, ich hab HE drin, oh nö. Oh, ich krieg schon schön Beschuss, ihr müsst da... Ach du großer Gott, ich stehe ja so ungünstig. Ich muss mal gucken, wo das denn überhaupt ist. Ach, guck mal, wo weit du von uns entfernt bist. Ja, ich stehe aber ja so fast ungünstig. 10 Kilometer hier, das ist ja... Ich brauche dich hier. Vor allen Dingen... Oh, ich könnte da nicht reinbuschen. Nein, das habe ich auch nicht... Ja, Kreuzer, du hast da vorne einen Zerstörer. Kümmern! Was ist da los? Ich verstehe es nicht. Wir sind 10,3... Ich war vorher, die könnten reingehen. Jawoll! Einschlag! Zitadelle auf den Nürnberg! Ja, Zitadelle und raus ist sie! Sehr schön. So, jetzt müssen wir die Gremiacci, müssen wir jetzt raus. Nein, ISD, ich habe ja gesagt, wenn es mal Clans gibt in World of Warships, dann Moment, haben wir schon einen. Oh, Bayern dreht das habe ich nämlich gerade gemeint. Das, wir haben schon einen, das liegt hier auf unserem Schreibtisch. Also im Klaren. Ne, Blaupause. Ja. Genau. Blaupause so und so weiter. Au. Und sollte es mal wirklich so sein, dass es Clan-Einführung in World of Warships gibt, dann werdet ihr das auch erfahren. Das meine ich damit. Autsch, das hat wehgetan. Der Zerstörer raus? Nein, der ist immer noch hier. Nee, oh, der ist shit. Noch da. Ja, Bayern, du brauchst gar nicht wegfahren, ey. Guck mal hier. Die New Mexico kommt immer an mich ran, das gibt's doch nicht. Oh, scheiße, ich dreh ab. Tschüss. Ja, komm, Secondary, nimm den raus! Ja! Sehr schön. Der Daniel fragt, aus welcher Stadt schickst du das Video? Finde ich gut. Eine ganz kleine Stadt in Sachsen-Anhalt. Wird kaum einer. Sangerhausen wird keiner gehen. Oh, T22 da drüben. Wie gesagt, das ist jetzt nur, die Blaupause ist ja, die liegt bei uns beiden auf dem Tisch. Der Sven weiß ja auch schon Bescheid. Nur wir haben gesagt, solange es keine... Waren wir gut, dann wechseln wir mal durch nach der Runde. Solange es keine Ankündigung gibt, wird es da auch nichts bei uns in der Richtung irgendwas preisgegeben. Das haben wir schon gesagt. Ich muss nämlich morgen in die Frühschicht. Ach du, dann wechseln wir mal. Oh, da! Gremiacci, da ist er. Bayern komme ich nicht mehr ran im Moment. Gremiacci müsste raus. Der Nico Ritz möchte noch einmal gerne mitfahren. Da wechseln wir danach nochmal. Ja, toll. Ich meine, wenn ich jetzt. Ich versuche nochmal den Zerstörer mit rauszunehmen, die Gremiacci. Ja, das wäre nett. An die Bayern komme ich gerade nicht ran. Einmal getroffen habe ich sie. Die braucht nur noch einen Treffer, Gremiacci. Dann ist sie tot. Ich sehe sie nicht. Ja, die hat sich eingenebelt. Verdammt. Ich gehe jetzt nochmal auf die Bayern vorne. Ich wollte hier ein bisschen Unterstützung von. Wo ist mein Team? Hallo? Ich gehe mal auf die Bayern da hinten.
Ich hoffe mal, der Kollege 6000, sehr schön. Ich habe Angst vor der. Ah, der fährt schon in den Nebel rein, die Eigle. Okay, er weiß schon Bescheid, dass er da ist. Gut, er fährt rein. Dann hoffentlich dann holt er sich jetzt die Grimjacci. Oh, bitte hol sie dir, ey. Mach sie platt! Da ist er. Feuer auf festgelegtes Ziel konzentrieren. Komm, ein Selbst, dann ist er. Jawohl, sehr schön. Kann ich nämlich wieder auf die Bayern. New Mexico kommt da. Ja, der hat mich rausgetorbt. Der hat mich rausgetorbt. Ey, wie viel Reichweite hat denn die Grimjacci? Ey, boah. Scheiße. Na egal, ich habe zwei Schiffe rausgeballert. Mehr kann ich euch jetzt nicht machen. Au, jetzt habe ich eine Zita kassiert. Die tut weh. Der Zita tut weh. Fährt auch schön Breitseite. New Mexico, das machst du schön. Mal, au, 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 au. Jawohl, schön, sowas wird bestraft. New Mexico. Jawohl. So. Uff, der Bayer. Mach's platt, mach's platt. Bayern, das schaffst du nicht mehr mit Tram, wenn du das vorhast. Treffen sie? Ja, die treffen. Oder? Ja. Hoffe ich mal, oder? Jawohl. Sehr schön. Ja, der Willi spielt ja auch ab und zu auf dem PC bei seinem Bruder. Ja, stimmt. Ja, gute Nacht, Daniel. Tschüss. Ja, tschüss. Kann ich nur bestätigen. Also auf dem PC macht es auch Laune. Nur es ist halt ein bisschen komplexer als hier, ne? Mhm. Das, also wenn ich jetzt mal ein bisschen Pause mache und dann auch wieder reinkomme, dann muss ich mich auch immer bei meinem Bruder immer reinfuchsen. Erstmal wieder alles angucken. Dann gibt's ja so, da dann wechseln wir nochmal durch, würde ich sagen. Genau. Einmal möchte der Nico noch mitfahren. Darf jetzt der Nico einmal mit rein? Genau. So, macht der Platz. So, dann danke fürs Mitkommen und dann kann der Nico jetzt noch mit reinspringen. Wann der nächste Stream ist, also Kenem, ich habe keine festen Streaming-Zeiten, aber ich
denke mal, wenn alles gut läuft und ich frei, ich habe am Mittwoch frei, dann wird es am Mittwochabend noch mal einen Stream geben. Noch ist voll. Nee, du kannst jetzt rein, Nico. Weil allzu lange mache ich jetzt auch nicht mehr. Muss nämlich in die Frühschicht. Ja. Aber ich denke mal, am Mittwoch werden wir noch mal streamen. Auf jeden Fall, bestimmt. Aber, Kenem, du kannst auch die Glocke aktivieren und dann kriegst du ja eine Nachricht. Also einfach auf meinen Kanal eine Glocke und dann... Genau, Daumen, genau. Däumchen wäre ein Träumchen. Genau. Ja? Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Und die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr wirklich auch keine Videos. Da ist der Nico. Was möchte er denn fahren, der Nico? Hau mal rein. Ja, wisst ihr Bescheid, das ist dann halt so. Ne? So, 20... Und natürlich über ein Abo freuen wir uns auch. Ja, sag ja, Support ist ja kein Mord. Also wie gesagt, Däumchen helfen uns mehr weiter, weil dann werdet ihr oder dann wird man von YouTube auch anders angezeigt, je mehr Däumchen drin sind. Genau, so sieht's aus. So Nico, dann darfst du die letzte Ehrenrunde dann mal dein Schiffchen aussuchen. Ja, eins, zwei machen wir noch. Und dann muss nämlich morgen früh raus. Ja, Burkhard, das habe ich hier den Sven aber auch schon gesagt, das Zielsystem... Also ich habe ganz früher mal für Schlachtschiffe und, musste mal gucken, für Schlachtschiffe und Kreuzer habe ich schon gemacht, aber ich werde das nochmal aktualisieren. Ja. Werde das nochmal machen. Nehmen wir nochmal die Gneisener, oder? Nehme ich mal einen Sechser. Nee, ich nehme jetzt mal ein anderes Schiff. Ich gebe dir da recht, Burkhard, weil ich habe das den Sven ja auch schon gesagt, das Zielsystem, also was, ne, dieses... auf dem PC, das ist, da hast du mehr Striche und so weiter. Da kannst du feiner abstimmen, wie du schießen kannst. Weißt? Und hier fehlt mir das Herzen halt. Herzen fahren. Und da ist es dann, bei mir ist es dann irgendwie einfacher, sag ich mal. Hier ist es ein bisschen schwieriger für mich, weil du hier nicht diese ganzen kleinen Feinstriche hast. Du hast ja immer nur einen großen, dann so einen kleinen. Ne? Und ja, wie gesagt, das Zielsystem ist auf dem PC ein bisschen besser, klar. Aber vielleicht kommt ja in der Richtung vielleicht ja nochmal was. Hoffe ich mal. Sich Wargaming da irgendwie erweichen lässt und sagt, okay, komm, Ben, wir haben ein alternatives Zielsystem. Ja, der Ben möchte mit Facecam. Ich habe zwar hier eine Kamera hängen von der PlayStation, tatsächlich. Mal gucken. Ja. Ja gut, da hast du natürlich auch den Vorteil, ne, bei dem Zielsystem beim PC zeigt er dir ja an, wenn du zu weit nach links machst oder zu weit nach rechts, dann wird es ja nicht grün. Achso, ich muss genau abdrücken. Ja, 3, 2, 1 und los geht's. Los geht's. Das ist dann in grün, weißt du, und das ist dann halt ein bisschen besser. Hier ist es dann halt nicht so optimal, sag ich mal, aber vielleicht kriegen wir ein zweites Zielsystem, dass sich dann die Leute das aussuchen dürfen. Ne, ob sie jetzt mit dem Zielsystem fahren oder mit dem. Ne. Hoffe ich mal. Bei 2000 Abos, Facecam oder was? Ja, da muss jetzt, wenn sie erstmal noch eine Sonnenbrille kaufen, da muss er sich noch eine Kapitänsmütze, einen Kapitänsanzug. Kapitänsmütze habe ich tatsächlich da. Ja. Da machst du einen auf Top Gun. Aber ich habe kein Mützengesicht, das sieht blöd aus bei mir. Mützen. Deshalb die Sonnenbrille, habe ich doch gerade gesagt. Als erstes dann die Sonnenbrille. Das machen ja viele Streamer, die als erstes streamen dann. Mit Facecam, erstmal dicke Sonnenbrille auf. Sonnenbrille sieht auch abgehoben aus, oder? Wenn du da mit Sonnenbrille sitzt. Ja, mein Gott. Das ist jetzt eine... gut. Ich meine... Lass uns mal nach A, oder, Willi? Was haben wir denn Schönes? Die Schlacht beginnt. A7er Battle. Gut, A willst du, oder was? Dann Feuer frei. Da müsste ich dann, das ist dann schon mal wieder, da kenne ich mich gar nicht aus mit Green. Das, Team Grado hat ja dann so eine Green, wie nennt sich das? Green Screen. Genau. Und da kannst du ja dann was drauf projizieren oder. Das meine ich ja, weil. Ich habe das mal bei einem Streamer gesehen, da hat er so eine Brücke drauf gemacht vom Schiff, die Brücke. Das sah auch gut aus. Ja, sag ich ja. Und viele, wenn du wirklich guckst, viele Streamer, die haben eine Sonnenbrille auf, nicht weil das abgehoben aussieht, weil die einfach dann auch mit diesem, du hast ja noch Licht und sowas, weißt du, damit du besser rüberkommst. Ja. Deshalb haben die meisten Sonnenbrillen auf.
Weil sonst guckst du da wirklich wie so ein Chinese die ganze Zeit in den Bildschirm rein. Was ist in die Kamera? Und dann denken sie auch, was ist der? Ist der Typ am Kacken oder was macht er da? Zu gekniffen, ne? Oh, da kommt eine Vanguard, ja, genau. Und eine Colorado. Wollen wir da hinten? Ich habe Angst. Ja, wir haben hier nur zwei Zerstörer und ein Schlachtschiff, die Iowa. Ich denke mal, wenn die Vanguard sich auf die Iowa konzentriert, können wir die Colorado vielleicht torpen. Genau, der Ben sagte gerade, Sonnenbrille, Sven, Kapitänsmütze und eine Pfeife im Mundwinkel. Bin nicht Raucher. Muss ich sie trocken rauchen. Ich könnte sogar jetzt schon an die Colorado, die ist AFK, glaube ich, die steht erst noch da. Die steht, die bewegt sich nicht, Motor läuft auch noch nicht. Wir könnten uns dann um die Vanguard kümmern. Oder steht die Vanguard auch? Die ist hinter der Insel. Meinst du, die Colorado ist AFK? Ja, guck mal, ich kann schon draufziehen, aber die ist AFK. AFK. Oh, die sind sogar drüber gegangen. Was ist hier los? Geil. Echt jetzt? Oh. Mhm. Komm, Zintel, Zintel hier! Nein, natürlich nicht. Nee. Das ist verboten. Ja, AFK-Schiffe werden nicht angezündet. Aber über AFK-Spieler müssten Sie sich auch noch ein paar Gedanken machen. Nein, oder die ist nicht AFK, Willi. Ist nicht AFK, ja, das bewegt sich. Okay, dann würde ich sagen, vorher. Also, so war jeden schon bei hier da schon mal ein Disconnect. Ah. Da kannst du eigentlich jetzt nicht. Doppelrunde Algerie. Geil. Ja, da fahre ich auch meine Salve ab. Ich kann auch mit Stolz sagen, dass ich noch nie geraucht habe. Ich habe noch nicht mal probiert. Jawohl. Melde Gehorsams, Colorado, angezündet. So geht das. Zündel, zündel. Jawohl. Sven, dann musst du gleich mal eben anhalten. Dann komme ich mal eben rüber. Dann schicke ich meinen Ingenieur eben rüber. Der stellt ein bisschen an deiner Granate rum. Also an der HE. Dann brennt die auch schneller. Achtung und wieder. Rumums. Boah, nee, hier will ich nicht reinfahren. Da fahren hier drei Schlachtschiffe rein. Bin ich wahnsinnig. Nee, ich auch nicht. Das will ich nicht tun. Dann lass uns gleich mal sofort abdrehen, du. Ja, das habe ich. Oder kommen die beiden Schlachtschiffe in unsere Richtung, damit ich vor dem Satz an bei Tor können. Beim Donner. Jawohl, beim Donner. Dann bin ich schon wieder so weit vorne. Zündel, zündel. Ja, genau. Ich zündel mal meinen Motorboost. Nee, das mache ich nicht. Erst wenn ich entweder an den Schlachtschiffen dran bin. Oh, ich kann jetzt gleich wieder auf die Colorado. Die Vanguard zielt auf mich. Schiff, mach ein Popo rum. Oh, Willi, du fährst böse Breitseite. Ja, jetzt drehe ich ab. Ich mach keinen Schaden. So, geht auf mich, Ärschchen rum. Sehr schön. So, wieder ein bisschen einstellen und Feuer. Jawohl, auf den Willi könnt ihr schießen. Nee, nicht. Nee, das haben wir nicht gerechnet. So haben wir nicht gewettet. Komm, zündeln. Ah, die will nicht zündeln. Ich muss noch ein bisschen dran schrauben. Die französische HI müssen wir noch einstellen. Jetzt, da ja. So. Kaum sage ich, es funktioniert. Zündel, zündel. Ja. Nee, das noch nicht ganz. Böse Breitseite. Schiffchen, dreh. Jawohl, Zündel, Zündel, hier sag ich doch. Eingestellt und schon funktioniert's. Oh, der Nico, wo ist denn der Nico? Der ist hier vorne, der kämpft mit der Vanguard. Ne, mit der Iowa. Der hat da müssen wir mal unterstützen. Auf, wir müssen jetzt uns ein bisschen beeilen, weil hier kommt Torps. Hier ist ein Zerstörer in der Nähe beim Nico. Ranfahren an ihn und dann mal gucken. Ach, da. Ja, ich seh's.
Also ich habe jetzt schon 7 Brände gelegt, also mit der Algerie. Also ich kann mit der echt gut umgehen. Vielleicht kommt bestimmt noch mal. Nico, versuch mal wegzukommen mit deiner Nelson da. Oh, jetzt hat er böse kassiert. Das war bestimmt von der Vanguard. Erstmal das und zweitens mal, irgendwo ist hier das Stör. Ich bin schon am Suchen, Nico. Ich bin schon am Suchen, aber. Ja, die Schlachtschiffe nehmen jetzt auseinander. Ärschchen rum. Dreh. Versucht er wegzudrehen irgendwie. Ich bin jetzt offen. Aber wir fahren drei Schlachtschiffe rein. Das ist gar nicht gut. Das ist nicht gut. Das gefällt mir nicht. Nee, mir auch nicht. Nicht so wirklich. So, jetzt zündeln wir wieder die Colorado an. Ich bin offen. Scheiße. Ich muss hier aufwecken. Oh, nee. Die Iowa hat Torpedos kassiert. So, ich zündel nochmal die Vanguard an. Die Iowa geschossen hat. Er ist jetzt geplatzt. Unsere Nerds. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Jetzt hat er geschossen, jetzt drehe ich ein und dann schicke ich auch noch mal Torps. Ja, auch Vanguard wieder angezündelt. Boah, 11 Brände jetzt mittlerweile. What? Was ist da los? Ich lege keine Brände. Ah, die Iowa ist nicht, die ist nicht so brandanfällig. Oh, mein Gott. Oh. Jetzt tut's weh. Das hat wehgetan, ja. Das hat wehgetan. Wo steht die Vanguard? Torpedos an Backbord. Steht. Oh, hier kommt jetzt. Ja! Hehehehe, Iowa. Ja, ich kann nicht klagen. Ich habe jetzt 15 Brände. 15 Brände. Oh mein Gott, du triffst nicht, 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 du triffst nicht. Ja, wir sind auch total scheiße gefahren jetzt. Da hat der Nico schon recht. Ich gehe jetzt auf also Zerstörer, ich habe den Zerstörer nicht gesehen. Ja, das war's. 12.000. Das gegnerische Team steht kurz vor dem Sieg. Oh, ich bin auch trotzdem zufrieden. Zähler läuft noch, 40.000. Naja, wir sind da in drei Schlachtschiffe reingefahren. Aber 46, 47.000 Zähler läuft noch. Ich bin zufrieden. Ich nicht. Jetzt hat er aufgehört. Ach, da bin ich raus. Scheiße, also die Beile. Ja, was willst du da machen? Da kannst du wirklich nichts machen. Nee. Da stehst du wirklich nur dumm da und ja. Aber. Ich bin zufrieden mit der Runde. Kannst nicht klagen, wo? So, würde sagen, wir machen noch ein Abschlussgefecht. Ich muss dann nämlich in die Eier, ins Bettchen. Alles klar. Okay. Früh raus. Dann fahre ich nochmal meine Richelieu. Gut, du fährst die, dann fahre ich die. Machen wir mal eine Fehldivision, komm. Machen wir mal einen direkten Vergleich. Schön Bart. So, ich zähle nochmal runter. 3, 2, 1 und los geht's. Das Schisshorn, das wollten sie auch reinbringen. Kommt auch nichts. Haben sie nicht gesagt. Die wollten das reinbringen, ja, die haben das schon angekündigt. Nee. Natürlich. Nee. Die wussten nur nicht, wie sie. Ja, Sven, erzähl nicht. In den Streams, die ich jetzt geguckt habe, da haben sie es immer wieder angesprochen mit dem Schisshorn. Die wissen nur nicht, wo sie es drauflegen auf dem Controller. Oh,
Ist das so wichtig, der Schiffsform? Ja, wenn die Mehrheit fragt die ganze Zeit. Die wollten es eigentlich ja in diesen, wo du da diese Zeichen machen kannst, weißt du, Nebel setzen und so weiter, dass du da das... so. Wie heißt das hier? Sag schon. Wie heißt es hier? Dieser Smiley, weißt du? Da, wo du hier kannst, dich bedanken kannst, verstanden, negativ und sowas. Dann wollen sie das hier bei dem Smiley doch machen. Dann wollen sie das Smiley wegmachen und dafür dann das Nebelhorn reinmachen. Boah, die Karte gefällt mir auch. Guck mal, richtig schön nebelig. So ein bisschen diesig. Diesig. Das ist schön. Ja. Schöne Karte. Wo fahren wir hin? Ach, er steht schon wieder ganz weit weg. Warum, Vanguard, warum fährst du hin, zurück? Gibt's doch noch keinen Grund dafür. Nee, da hinten ist ein Schiff. 19 Kilometer ist die Iowa. Oh, das ist ein gutes Gameplay. Zwei Zerstörer, zwei Kreuzer Vollzug, auf jeder Seite. Ja. Ich komme jetzt gleich an die Iowa dran. An diese hier. Kommst du auch dran? Nee, bestimmt. Oh, die Rampensau. Warst du denn im Gegnerteam? Jetzt scheinbar. Ich muss eintreten, bevor ich offen bin. Ich habe mal auf die Jambat gefeuert. Ich auch. Ich will noch nicht feuern, dann bin ich offen. Muss erst mal eindrehen. Boah, was schätzt, was ich hier gedrückt habe jetzt? Mit einer Salve. So, jetzt feuere ich. 9591. Boah, das lässt sich sehen. Oh, frontale Zita. Geil. 11.000, ja, das ist der Richelieu. Frontal eine Zita. Wie geil ist das denn? Ja, ich bin überwinkelt. Ich muss noch ein bisschen eindrehen. So, eine Algerie ist vor uns. Dann nehmen wir uns die Algerie jetzt gleich vor. Die. Ich bin mit dran. Nicht getroffen. Ups. Jawohl, next. Sehr schön. Nächste Zita. Aua. So, Jean Bart ist wieder offen, Willi. Wir haben ja reichlich Ziele. New Orleans kommt auch raus. Ah, die dreht ab. Okay. Dann bleibe ich auf der Schattenbord. Alle Stationen. Oh, sind da noch offen? Da komme ich nicht ran. King George, da kommt er auch nicht an mich ran. In C steht wahrscheinlich ein Zerstörer. Die New Orleans, ey, boah. Zweifach Zita und weg war sie. Oben. Oder fast weg. Warum ist der Kreuzer? Ja, ich habe Angst. Ich bin schon wieder auf der Seite allein. Ich habe gleich Zerstörerbesuch, wenn ich das so sehe. Ja, du kommst ja auch nicht hier rüber. Der Kreuzer, der hinter dir steht. Kann ich eindrehen, dann kriege ich von der Jean Bart. Ich kann nicht eindrehen. Ich weiß, ich auch nicht. Du kommst nach Bismarck. Wir kriegen jetzt von rechts kriegen wir jetzt auch gleich Probleme. Oh, da ist noch ein volles an Bord. Oh, ich gehe gleich auf HE. Wer ist jetzt geplatzt? Welches Schlachtschiff? Das war die Vanguard. Schiss vor den Zerstörern. Ich
sehe gleich wieder Torpedos kommen. Ja, hier, der Kreuzer bewegt sich aber jetzt von uns hier, der die New Orleans. Ich fahre auch mal ein Stück nach vorne wieder. Ja, ich sag's noch, dann kommen sie schön. Da hinten nicht so stehen bleiben, du musst rückwärts irgendwie zu mir kommen. Versuch es auf jeden Fall. Weil ich kann jetzt auch nicht seit, ich kann jetzt auch nicht breitseitig fahren, dann bin ich auch weg. Mit der Jump Bart. Rampensau, das haben wir ja. Was denn? Nach dem Gefecht schreibe ich es nochmal rein, aber ich muss mich jetzt eben konzentrieren. Ich schreibe das dann gleich rein. Er gefragt, ob wir eine Community auf der PS4 haben. Wir haben auf Facebook haben wir eine Community für Xbox und PS4 Spieler und auf der PS4 haben wir auch eine Community. Da lade ich dich dann gleich ein. Ich sag doch, rechts ist. Links ist er. Mist. Ah, jetzt muss ich weg hier. Das ist mir zu heiß hier mit dem. Ah, ich habe Angst. Ich hau jetzt auch ab jetzt. Weil, ja, ich habe Angst, wenn ich Einträge kriege von der Jambard. Das ist das Problem. Aber ich muss ja weg. Der Zerstörer ist hier links von mir. Wusste, das nutzt er. Ah, ich muss hier weg. Da kommen nämlich schon Torpedos, ich wusste es. Ja, er dreht sich jetzt bei mir rein. Ich nehme jetzt die. Hauptturm kritisch beschädigt. Steht gut, ne? Die ist zu angewinkelt. Mhm. Maschinenboost aktiviert. Ich muss jetzt gucken, dass ich hier wegkomme rechts. Das ist das Problem hier, der Zerstörer. Der macht mir Angst. Kommt der nächste Torps, ja. Ja, ich kriege, wir müssen aufpassen, wir kriegen auch von rechts noch einen Schuss. Au, 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 au. Was war das? Entweder ist es die Jambard von da vorne. Die brennt. Alles gut. Oh, Turm ist kaputt vorne bei der Jambard. Ist geplatzt, wird nur noch ein Turm. Jawohl. Sehr schön, hab's. Super. Wunderbar. Jetzt haben wir aber trotzdem den Zerstörer noch links von uns. Ja, ich fress jetzt Torps, ey. Scheiße. Ja, deshalb, da hat sich die ganze Zeit. Alle Stationen, melde Position. Dreh ein, da kommt eine Jambard, du zeigst ja Jambard Breitseite. Ach, da ist er. Hab ihn getroffen. Alle Stationen, brauche Feuerunterstützung. Hab ihn auch getroffen. Ah, meine Geschütze müssen noch drehen. Unser Sieg ist in Sicht. Fährt weg. Okay. Dann gehen wir auf die Jambard. Lass uns Nein, auf die Jambard nicht mehr gehen. Weg. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Dann lass uns auf die Jambard gehen. Kommt jetzt raus.
Ach du großer Gott, hat der noch mal getobt. Ah, Mist. Damit habe ich überhaupt nicht, als fresse ich alle zwei. Wir haben ein Leck unterhalb der Wasserlinie. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet jetzt. Maschinenboost deaktiviert. Problem gelöst. Achtung, melde Zielposition. George geht raus. So, das drehen wir schön ein hier. Jawohl. Dann lass uns die Jeanne Bart noch ein bisschen beglücken. Oh, das war eine gute Runde hier in meiner Jeanne Bart jetzt. Erste gute Runde überhaupt. 90.000 auf dem Tacho. Na, so viel halt nicht. Aber du bist jetzt neben mir, Willi, da kann ich nicht schießen. Bremst mal ab. Ja, ich drehe ja schon. Jetzt kann ich nicht schießen. Wir behindern uns oder gegenseitig jetzt. Ich dreh da schon ab, bleib doch locker. Oder so, ach, die ist dahinter, ach du liebe Zeit. Dahinter, ja. Kommen wir doch drüber. Guck, 1100, ey. Oh, 6000 habe ich ja gedrückt. So. Ich schreib's nochmal in die. Genau, in die schreib's nochmal rein. Namt ja. Enrico. Dann schreib's noch mal rein. Gerade bin ich gerade bei Sven. So, das ist die auf der PS4. Guten Abend, good luck. Jetzt kommt, zu später Stunde kommt er rein, weil wir hören jetzt auf. Ich muss nämlich in ein paar Stunden wieder aufstehen. Boah, meine Jeanne Bart ist nackig. Meine Richelieu. Genau, der Willi schreibt es nochmal rein. So, hab beide Gruppen geteilt. Das sind unsere Gruppen. Genau. Ja, guck mal, Wochentestfahrt habe ich abgeschlossen. Klinglinglinglingling. Oh. Genau. Wird auch in der Regel sehr schnell angenommen. So, meine Freunde, das soll's aber gewesen sein, weil ich würde gern noch länger machen, aber ich muss morgen früh raus. Aber ich würde sagen, wir halten bei dem Mittwoch frei, also denke mal Mittwoch ab 19 Uhr werden wir dann nochmal streamen. Dann könnt ihr gerne wieder mitfahren. Und dann wünsche ich euch einen guten Start in die Woche und wir hören uns, würde ich sagen, ne? Also, macht's gut, haut rein. Tschüss. Tschüss zusammen. Schönen Abend.